Herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcasts. Mir gegenüber sitzt der charmante Alex und ich bin, ja, nur der Clemens. Hallo. Hallo, nur der Clemens. Na, da sitzt der super eloquente Clemens. Eloquent, ja, genau. Nicht an diesem Freitag. Ich bin sehr müde, sehr geschlaucht, sehr. Aber freue mich trotzdem, dass wir heute wieder eine Episode aufnehmen. Das ist aber jetzt kein Unterschied zu sonst, oder? Nein, sonst bin ich ein bisschen. Weniger erschöpft, aber das war eine sehr spannende und intensive Arbeitswoche. Was ja auch okay ist, dann geht wenigstens die Zeit um. Naja, ich glaube, du hast es überstanden, also von dem her passt. Ja, ja, also diese Woche ist vorbei und die ist vergangen wie im Flug. Das ist ja der Vorteil, wenn es eine intensive Arbeitswoche ist. Kaum hat man sich's versehen, ist man schon im Wochenende. Gut, und der Alex ist ja fit und munter wie eh und je. Sagen wir halt einmal so. Okay. Sagen wir halt einmal so. Also es ist nicht schlimmer als sonst. Das ist ja schon einmal was. Das reicht dann. Jetzt muss ich mir den Alex da noch ein bisschen schöner herschieben, damit ich ihn schön sehe, während wir aufnehmen. Ja, perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, bist du startklar oder willst du dir noch was von der Seele reden? Ich bin niemals startklar und will mir extrem viel von der Seele reden, aber gut, ich wollte sagen, dafür gibt's Brot. Genau, dafür gibt's Brot. Ja, genau. Gut, dann legen wir mal los. Ich werde gleich zwei Themen zusammenfassen, weil das eine und das andere jetzt, wie ich jetzt im Nachgang gesehen habe, die kann man schon ein bisschen zusammenfassen. Das erste Thema habe ich genannt, selber Schuld, kein Mitleid. Ja, okay, bitte. Und habe ich wieder mal sehr, sehr, sehr witzig gefunden, diese Umfrage des Bitkom-Verbandes. Ja, okay, Bitkom-Verband ist halt. Was ist der Bitkom-Verband? Ja, das ist in Deutschland so quasi die Vertretung aus dem IT-Bereich, quasi die Wirtschaftskammer für IT-Unternehmen. Ah, okay, verstehe. Ich verstehe. Ja, das ist schwierig. Die wollen ja auch nur verkaufen. Aber die haben eine Umfrage gemacht und haben dafür Menschen in Deutschland befragt. Und es hat sich ergeben, dass jeder Dritte keine Backups anlegt. Und zwar mit keine Backups, wirklich keine Backups. Also 33% der Telefonbefragten Personen, die privat einen Computer oder ein Smartphone nutzen, haben bei der Umfrage angegeben, überhaupt kein Backup zu machen. Gut. Da muss man jetzt vergessen, dass viele Leute ja gar nicht wissen, dass ihr Phone eh in Google ein Backup macht. Das wissen ja viele wiederum nicht. Wobei man aber da auch wieder dazu sagen muss, ist halt jetzt auch nicht unbedingt das beste Backup, wenn man die 5 GB Fotospace bei Google verwendet, weil irgendwann werden halt keine Fotos mehr hochgeladen. Ich finde es aber schon ein bisschen erschreckend, dass nur knapp die Hälfte regelmäßig Kopien ihrer Daten anfertigt. Ja, ich meine, es ist so, ich meine, ich hab die Problematik im Bekanntenkreis mittlerweile schon öfter gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Notebooks ich mittlerweile reparieren habe müssen. Und ich mag fragen, und falls es daneben geht, hast du ein Backup dieser Fotos, deiner Daten, deiner Dokumente? Und die Antwort ist, rat einmal. Nein. Schauen wir mal. Genau, nein.
Also ich glaube, bei den letzten 5 Reparaturen, die ich so gemacht habe, habe ich immer eine SSD, eine, also wirklich eine 1:1-Kopie der verbauten Festplatte gemacht, soweit es noch möglich war, da die alles wiederherzustellen. Teilweise waren ein paar Dateien kaputt, kann man nichts machen. Aber da in dem Zuge habe ich immer statt der drehenden, rotierenden Festplatte eine SSD bestellt und zusätzlich eine konventionelle Festplatte und ein externes Gehäuse. Weil ich jetzt mal dazu sage, und da tust du jetzt drauf sichern, weil das Notebook kann irgendwann einmal aufgeben. Ja, es ist so, also ich meine, man muss ja prinzipiell, ich sag, wenn man muss ja nicht alles sichern, aber zumindest die wichtigsten Daten sollte ich halt definitiv einmal irgendwo gespeichert haben, Was extern. sind die wichtigsten Daten? Für viele sind die wichtigsten Daten hauptsächlich die Fotos, die man so macht. Echt, das war, sagen wir mal so, da wäre jetzt bei mir nichts so Dramatisches dabei. Was sind für die dann die wichtigsten Daten? Naja, ich sag so, ich brauche meine Firmendaten als Ja, Beispiel. okay. Das, So. ich jetzt, gehen wir mal von, nur von der Privatnutzung aus. Firma ist. Ja, dann gibt es halt auch so Sachen wie, was sind deine ganzen Dokumente, die du hast? Die hast du im Ich habe meine Normalfall ganzen. eher auf Papier. Ja, die habe ich auf Papier an und nur, es ist halt zum Beispiel, ich habe meine ganzen Zeugnisse, meine ganzen Urkunden und das ganze Zeug, was man halt hat, habe ich alles digitalisiert. Aber du hast noch eine Ja, Kopie, natürlich, okay. ich habe ein Back, Dein ich hätte ein Backup ist das Papier. Papier-Backup. Nein, ich habe also ich habe externe Festplatte noch, wo das auch immer drauf kommt. Okay, Ich habe ja. die Cloud, also das ist mehrfach abgesichert. Sehr gut. Der Punkt ist das, Fotos sind bei mir in der Die sind in der Apple Cloud abgesichert. Ja, ist ja okay. Also ich sag, den 1 € im Monat, den gönne ich mir halt für die Dinge, dass es Platz hat. Oh, bei Ja. mir sind es 10 € im Monat. Ah, das brauche ich gar Nee, nicht. Also das ist. ihr habt die 2 TB-Version plus Ja, Familien-Dingsbums, okay. also Was? dass die Frau natürlich auch die Möglichkeit hat, da hinzusichern. Also wir nutzen es zu zweit, kannst du sagen. Also sie ihren Account sichert dorthin, ich Ja, meinen ja. Account. Ist okay. Für mich das Wichtigste sind wirklich im Endeffekt die Fotos. Und die habe ich dann sowohl in der iCloud. Das heißt, die Fotos, die ich mit dem Handy mache, sind in der iCloud. Und die Fotos, die ich so mit meiner Kamera mache. Ich wollte schon sagen, mit meiner Spiegelreflex, aber es ist ja keine Spiegelreflexkamera mehr. Es ist kein Spiegellose, ist ja egal. Die sind bei mir dann auf dem NAS gesichert. Und das NAS macht einmal die Woche noch eine Sicherung auf eine externe 4 TB-Platte. Und das funktioniert. Worst Case, dass die Bude abbrennt. Dann sind die Fotos, zumindest die Fotos verloren. Aber ja. Ja, das ist der Grund, warum ich eben ein Cloud-Backup habe, das nicht sozusagen bei mir, also ich habe kein NAS-System, Aber du sondern. hast ja auch, abgesehen vom iPhone, jetzt auch eigene Kamera, oder? Nein, 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 das habe ich alles nicht. Also Eben, das eben, betrifft mich jetzt nicht. eben. Also es ist eh so, dass ich einige meiner Fotos, die ich mit der Kamera mache, auch in der iCloud habe, weil ihr teilweise die Videobearbeitung am Tablet oder am Phone direkt mache, weil kann ich genauso gut mit RAW-Daten arbeiten. Finde ich teilweise sogar ein bisschen angenehmer als am Mac im Photoshop. Du machst es halt einfach im Photoshop am Tablet oder am Phone. Funktioniert Ja. nämlich tadellos. Also nicht Photoshop, sondern Lightroom. Das heißt, ein Teil der Fotos, die ich mit der größeren Kamera mache, sind eh in der iCloud. Die sind halt aber viele Fotos von, sagen wir mal, an Beginn der Fotohandys, wo noch 320 mal 320 Pixel Auflösung war. Da habe ich halt quasi so Erinnerungsstücke, die habe ich halt alle natürlich nicht in der iCloud. Eigentlich könnte man es mal überlegen, das alles da hinzusynchen, weil Platz wäre dort ohne Ende. Aber ja. Aber ich mache natürlich Backups von meinen Daten. Also wie gesagt, Fotos, meine Dokumente und so weiter sind sowieso, also alle Dokumente, die ich am Notebook bearbeite, sind ohnehin auch in der iCloud. Numbers-Tabellen, Pages-Dokumente, PDFs,
alles. Und da ich Paperless jetzt als Dokumentenmanagementsystem am mein HomeLab-Server verwende, der wird auch einmal die Woche aufs NAS gesichert. Das heißt, auch die Dokumente sind gebackupt. Also dann sogar dreimal. Wie gesagt, Worst Case, Bude brennt ab. Aber ja, ich gehe nicht ernsthaft vom Schlimmsten aus. Aber Out-of-the-House-Lösung müsste man da wahrscheinlich noch überlegen. Ja. Mystisch, wenn jetzt ganz auf Nummer bist, ja, mystisch. Ja. Leute, macht's eure Backups. Ja, ich sag so, vor allem ist der Vorteil ist jetzt im Privatbereich, du hast ja jetzt nicht das Problem, dass es nur DSGVO-compliant dann noch sein muss. Stimmt. Das, ich meine, es ist empfehlenswert, sagen wir so, aber du kannst dir eben, ja, du, ja, sag. Theoretisch einfach hergehen, du kannst dir ein Google Drive-Account machen und kannst alles raufziehen. Genau. Also bei Fotos mit 15 GB, sage ich mal so, da gehört relativ viel Platz. Ja. Und wie gesagt, wenn es eure wichtigen Dokumente habt, dann haut's die in an auf eine externe Festplatte, USB-Festplatte. Die kosten 2 TB, 80 Ja. Euro. Nutzt einen externen, einen Cloud-Dienstleister, macht's ein Backup. Bei Videos wird es noch problematischer. Also wenn ihr jetzt Videos hast und 4K Gut. oder 8K RAW, dann wird es auch schneller mal teuer. Vor allem, du musst natürlich bei externen Festplatten auch wieder aufpassen, die heben auch nicht ewig. Aber da, ja, aber deswegen sage ich ja, nicht auf die externe Festplatte verschieben, sondern auf die externe Festplatte kopieren. Dann hast du zumindest deine Daten am Notebook oder am PC Ja, und eine klar. Kopie davon auf der externen Festplatte. Ja, und dann das dritte wäre noch, du schiebst noch in die Cloud rein. Ja. Oder auf eine zweite externe Festplatte. Wie gesagt, die kosten nichts. Da tut man halt alternierend Backup machen. Und fürs Backup. Ihr braucht keine komische, merkwürdige 30-Tage-Testversion irgendeiner abgefuckten Backup-Software oder überhaupt eine Backup-Software kaufen. Schaut einfach, dass es eine schön geordnete Ordnerstruktur in einem Home-Ordner habt. Also meistens ist es der Benutzerordner und kopiert den einfach eins zu eins umi. Du kannst halt, Windows hat ja standardmäßig eine Lösung integriert mittlerweile. Kann sein, will ich mir. Ja, also es ist es gleich wie beim Mac, du hast Kann eine sein. Standardlösung. Ja, aber die macht ja OneDrive, oder? Na, 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 du kannst ja Windows Backup, das kannst du auf eine externe Festplatte Okay, machen. der passt. Sehr gut. Aber, warte mal, ich schaue jetzt gerade nochmal Ja, aber dann nach. sichert es dir das komplette Windows weg, oder? Na, der glaube ich kann sogar Ordner Ah, speichern. okay. Ja, gut. Auch gut. Warte mal, ich schaue da gerade. Also, ich kenne nur die. Ich kenne nur das Windows-Image für die Systemwiederherstellung. Das kannst du auf Na, na, externen. na, es gibt, ich glaube, es gibt wirklich, oder es gibt, oder täusche ich Ah, Windows Backup App. Ah. mich? Ja, Man, let's ich backup weiß your nicht. PC, Windows Backup. Das kannst du einstellen. Du kannst. Ja, ich kann da zwar was machen. Backup. Aha, let's sign into your Microsoft-Account. Okay. Ja. Warte mal, ist das, aber das wird nicht wirklich über OneDrive Nein, sein, das oder? wird nicht über OneDrive sein, aber du brauchst schon Microsoft-Account. Wahrscheinlich, weil es verschlüsseltes Backup ist und zum Entschlüsseln brauchst du wieder einen Microsoft. Ist egal. Dann klickt man sich halt am Na, warte mal, Microsoft-Account. das ist wirklich über Ding. OneDrive. Ja. Warte mal, das, aber da gibt es doch was, oder? Ich weiß es nicht. Also ich sehe da jetzt nichts. Ich hätte eigentlich einen Microsoft-Account, aber den will ich jetzt da nicht verwenden. Es gibt aber ein Privacy-Statement. Wie? Datenschutzerklärung von Microsoft. Ah, wohl, es gibt eins. Du kannst how to make a partial backup of your computer. Connect external drive. Ja. Select. Es gibt ein Backup, ja.
Das sollte eigentlich gehen, ja. Ah, okay. Ja, gut, macht's das. Oder nutzt Time Machine unter Mac, nutzt eine Backup-Möglichkeit, die eingebaute Backup-Möglichkeit unter Windows und sonst einfach alle Ordner markieren und rüber kopieren. Fertig. Das dauert halt, lasst uns halt über Nacht laufen. Das dauert immer das erste Mal lang. Das zweite Mal geht super schnell. Ja, aber du kennst schon Windows Explorer noch sogar diese Datei ist bereits vorhanden. Ja, das wählst du einmal aus, sagst passt, nachher überspringen. Ja, muss man halt auch, ja, und wenn sie neuer ist oder wenn sie älter ist? Naja, das musst du wissen natürlich. Das Das ist Zeug, das, eben was. das Zeug. Ja, eigentlich, wenn sie vorhanden ist, ja, stimmt. Also das wäre jetzt nur, wenn du ein bestehendes Dokument überarbeitet Ja. hättest. Okay, dann inkrementelle Backups verwenden, dann verwendet sowas wie SyncToy, das ist ein Microsoft-Tool. Kann ich mal kurz. Das ist ein Microsoft-Tool, das schaut ein bisschen altbacken aus, aber. Wo haben wir es denn? Boah. SyncToy, Win, okay, SyncToy. Und die Google-Suchergebnisse werden immer schlimmer. Achso, das ist ja gar nicht Google, das ist Brave. Ja, ist ja trotzdem. SyncToy. Ja. Jawohl, es ist Google. Ich weiß gar nicht, was ist denn das für Suchmaschine? Es ist so schlecht. Also Ja. Brave hat standardmäßig Brave So Search. schaut es aus. Also, dass du auf der rechten Seite vom Bildschirm SyncToy, da kann man quasi ein Left Folder und ein Right Folder definieren. Ist Left Folder ist immer euer aktuelles System. Ist Right Folder ist die externe Festplatte. Das legt man sich einmal an. Man sagt auch, was passieren soll. Sollen immer alle Dateien umgekopiert werden oder soll geprüft werden? Das heißt, beim ersten Mal anlegen dauert es ein bisschen länger und beim zweiten Mal kommt es halt darauf an, was ist neuer und was ist dazugekommen. Das ist nur ein inkrementelles Backup. Und das ist sehr, ja, vergleichsweise einfach zu bedienen. Gibt es sicher Tutorials auf YouTube und da kann man sich das einrichten. Und macht einfach eure Backups. Was mich zum zweiten Punkt bringt. Macht eure Backups nicht auf USB-Sticks. Haha. Vorsicht beim Kauf. Qualität von USB-Sticks wird immer schlechter. Ja, es dürft sich mittlerweile. Oder es häuft sich mittlerweile sehr, dass minderwertige USB-Sticks im Handel sind. Und da sieht man zum Beispiel ein Beispiel. Der USB-Stick ist nichts anderes wie eine MicroSD-Karte von einer Platine. Dass diese Teile erstens nicht schnell sind, nicht sonderlich schnell sind, zweitens auch nicht hätte ewig und tausendfach Schreibzyklen überleben. Ja. Micro-SD-Karten sind weniger auf das ausgelegt. SD-Karten sind für Kameras und so weiter ausgelegt oder für mobile MP3-Player. Okay, dort tut man nicht oft extrem viel Daten hin und her schieben und einer kopieren. Es sollte schon ein gescheiter USB-Stick sein. Nur ist es halt so, dass teilweise größere Hersteller oder bekanntere Hersteller da erstens einmal das Problem haben mit, dass sie eben schlechte Chips verwenden, weil die guten Chips werden, keine Ahnung, für andere Datenträger verwendet. Und die großen Hersteller haben halt da extremes Problem mit Plagiaten, die im Umlauf sind. Also da bietet sich halt an, USB-Stick kaufen und einmal so ein Testprogramm drüber zu laufen lassen. Wie H2-Test, wie heißt das? Das ist ein kleines Tool von Heise, also von Heise Online, vom Verlag. Das prüft, das macht, schreibt den USB-Stick einmal, erstens einmal komplett voll, weil oft, und das hat man vor ein paar Jahren das extreme Problem gehabt. Du hast einen 64 GB Stick gekauft. Hast 32 Der Krieg. hat sich am Windows mit 64 GB angemeldet. Aber in Wirklichkeit war das nur eine Firmware. Halt hat man dort eine Firmware nur gesagt, du, lieber Stick, hast 64 GB.
In Wirklichkeit waren vielleicht nur 4, 8 oder 16 drauf. Und da passiert halt genau das, während du da Daten rausschiebst, werden die, was am Anfang drauf kopiert worden sind, wieder überschrieben mit den neuen Daten. Und so hat man halt Ich meine, nicht viel. ich muss halt Deswegen. sagen, gell, ich würde das generell nicht empfehlen, weil wenn man diese externen Festplatten sich mittlerweile anschaut, die sind halt im Verhältnis so günstig. Ohnehin sowieso, ja. Also da ist ein USB, also ich möchte, gibt es einen USB-Stick überhaupt mit 1 Terabyte? Oh ja, sicherlich. Wär's, ja, gibt es, okay. Ja. Wo ist denn die Ja, drin? aber die gehen dann auch zu den Preisen von einer externen Festplatte. Externen SSD, ja. Ja. Also SSD weiß ich jetzt nicht, ob es immer ist bei der Festplatte, aber ja, kauft sich eine externe Festplatte, bitte. Ja, natürlich. 1 Terabyte. Ja, weiß ich gar nicht, würde ich gar nicht sagen. Von PNY gibt es 1 Terabyte um 40 Euro. Ja, da würde ich auch nicht. Vor allem, ich würde eher bei den namhaften Herstellern kaufen. Ja, es sind jetzt da die PNY, Silicon Team Group, Transcend, die haben hin und wieder schon geile Produkte, aber das, was die da haben, das, also die USB-Sticks, das geht eher Richtung Stangenware und da hast du so extreme, extreme Schwankungen zwischen der Qualität, weil die einfach bei unterschiedlichsten Chip- und Speicherherstellern das Zeug zusammenkaufen, zusammenlöten und auf den Markt hauen. Das heißt, wenn man Glück hat, kriegt man da richtig was Geiles, wenn man Pech hat, hat man da einen reinen Elektroschrott rumliegen. Da würde ich sich wirklich empfehlen, Kingston bietet sich immer an, hat gute Qualität. Also Kingston SSDs habe ich bei mir noch nie eine kaputt gemacht. SanDisk haben wir, glaube ich, eh jetzt einmal vor ein paar Sendungen gehabt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die haben auch, also SanDisk gehört ja zu Western Digital, und die haben ein bisschen so Probleme mit SSDs, also mit nicht rotierenden Speichern haben sie momentan ein bisschen ein Qualitätsproblem. Und sonst, Corsair kann man immer sagen, und was halt immer geht und was da jetzt in der Liste gar nicht auftaucht, zumindest bei den 4 Terabyte, 1 Terabyte, ist Samsung. Also Ja, Samsung, sie ist schon da, aber komischerweise, sie gibt es gerade, oder? Nein, sie gibt es nicht neu. Die Samsung Portable DS war die T7 ja, oder wie die ja also immer heißen mag. da ist es jetzt zum Beispiel USB-Stick von Samsung mit 256 GB. Der kostet eigentlich nochmal 20 Euro mehr als das PNY 1 TB-Gerät von vorhin. Also ein Viertel Kapazität, aber 20 Euro teurer. Aber man kann viel Böses über Samsung sagen, was teilweise, bin ich nicht Freund, aber Speicher können sie. Samsung kann relativ viel, also sie können auch Smartphones bauen. Das können sie, die hochpreisigen Geräte, da lasse ich nichts Sie drüber gehen. können auch Also Dinge, sie können auch Küchengeräte können sie bauen. ja ganz gut, ja. Ich habe Samsung Mikrowelle. Sie können, nein, ich habe sogar für eine Wohnung an Samsung Herdplatte, eine Ja, Induktionsherdplatte. das, nein, nein, das können sie. Also Samsung kann viel und vor allem beim Speicher sind sie meiner Meinung nach unangefochten. Okay, man kann Intel noch nehmen, aber die Intel-Speicher sind oft sehr eher auf Big Data optimiert oder da, wenn du extremste Performance brauchst, extremste Performance bei kleinen Dateien oder extremste Schreibgeschwindigkeit, dann Intel, solche Intel-Sachen. Aber bei Samsung, das ist wirklich preis-leistungsmäßig. Samsung SSD habe ich noch keine verloren, niemals. Ich habe noch nie an Samsung Samsung ist RAM verloren. wirklich, na, das ist grundsolide. Ich finde da, die bauen super gute Waschmaschinen. Mir gefallen da die Waschmaschinen von Das Samsung. kann auch sein, dass die das auch gut machen, ja.
Also, das, ich habe noch nie eine besessen, also deshalb weiß ich es nicht, wie Ja, qualitativ sie ist, aber was Samsung ist. ist ein Mischkonzern, die machen nicht nur Handys, das wissen ja viele nicht. Samsung macht, Die machen die machen alles. Küchengeräte und die machen Raketenabschussanlagen. Also Samsung macht extrem viel. Ja, Samsung baut Kriegsgerät. Na, das kann ich jetzt so nicht sagen. Doch, die bauen ja. Das ist ja ein Teil von ihrem Konzern. Ja, aber das hören sie nicht so gern. Dann sollen sie es nicht bauen. Ja, deshalb haben sie sicher einen anderen Markennamen dafür. So wie das die meisten machen. Samsung RX4000 Rocket Launcher Laser Tactile. Der heißt wirklich so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sogar groß die Samsung-Schrift am Abschussrohr drauf. Das würde mich jetzt sehr überraschen. Bist du da echt sicher, dass die das bauen? Nein, nein, Samsung ist Mischkonzern. Also Samsung baut alles. Samsung Ah, da steht, okay. Kriegsgerät. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Der Samsung SGR Eins. A1 ist der erste vollautomatische Kampfroboter der Welt. Das habe ich gar nicht gewusst. Und er verwendet als Gewehr ein Deo K3. Deo Aha, war, okay. falls sich manche erinnern können, auch ein Autohersteller. Aha, spannend. Okay, was es nicht alles Ja, gibt. eben. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Nein, nein, Okay. eben, ich rede kein Blödsinn. Ich mache ja Samsung jetzt nicht direkt auf Vorwurf, dass sie sowas machen. Es ist halt ein Mischkonzern. Die bauen auch U-Boote, was ich weiß. Oder Okay, ja. Kriegsschiffe. Sowas in der Richtung. Dann Kreuzer. bauen es wirklich Die bauen alles, wirklich ja. alles, ja. Und wie gesagt, beim Speicher sind sie grundsolide. Ja, okay. Ja, wunderbar. Gut. Dann kämen wir noch zu einem Jobaufruf. Also, wenn ihr Windows 3.11 gut beherrscht, die Bahn in Deutschland sucht Administratoren für das Betriebssystem. Also, das wird nie mehr sterben, das Ding. Ja, ist legitim. Man muss dazu sagen, sie brauchen es, aber der Zugbauer Siemens braucht es für den Zugbau. Ja, für die Paneele, für irgendeine Anzeigesysteme und so weiter brauchen sie das. Da ist das scheinbar ein Ja, bisschen im genau. Einsatz, ja. Also es wird für hochwertige Display-Software und Schnittstelle zu Fahrzeugsteuerung, Fahrzeugleittechnik. Ja, also ich habe am Anfang ein bisschen schmunzeln müssen und habe mir gedacht, hehe, typisch Deutsche Bahn. Aber ich glaube, das ist legitim. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, du musst denken, die haben einfach da hardwaremäßig Systeme im Einsatz, die sind 30 Jahre alt. Ja, das stimmt, Die ja, haben ein das. Schweinegeld gekostet. Die auszutauschen wird ein Schweinegeld kosten. Im Digitalisierungsland Deutschland ist es wahrscheinlich sogar in absehbarer Zeit unmöglich. Da tut man eigentlich nichts anderes, als die Software am Laufen zu halten. Beziehungsweise es läuft ja. Aber du brauchst halt einen Entwickler, wenn es halt irgendwelche Anpassungen und irgendwas, welche Sachen gibt. Das sind jetzt keine Sachen, die im Internet hängen. Ich weiß auch gar nicht, ob das mit Windows 3.11 überhaupt möglich war schon. Es funktioniert. Und du glaubst es jetzt nicht, aber der Markt für DOS-kompatible gebrauchte Mainboards ist auch da. Das heißt, wenn man sowas da am rumliegen hat und von DOS-kompatiblen Mainboards meine wirklich die DOS kommt, weil Windows 3.11 ist ja nichts anderes als DOS, nur mit einer grafischen Oberfläche. Ja. Wenn man sowas da am Umliegen hat, sollte man sich da mal umhören, das könnte Schweinegeld wert sein. Weil auch die Hardware raucht bei solchen Unternehmen gern mal ab. Und Ja, das es gibt ist. sogar spezialisierte Unternehmen, die bauen einfach diese alten Boards noch. Oder den entsprechenden Speicher.
Ja, weil das Neujahr wird das eher von nimmer viel Leid produziert werden Genau, sonst. das ist es. Also gebraucht ist es wert. Es ist halt eine Nische. Es ist die gleiche Nische wie COBOL-Entwickler. Es werden händeringend COBOL-Entwickler gesucht. Die Programmiersprache ist aus den 60er Jahren. Viel Ja, das haben wir schon in mal vielen gehabt, glaube ich, in der Unternehmen Sendung, ja. laufen noch Programme und Systeme. War ja lange im Telekommunikationsbereich, hat's ja COBOL noch sehr lang gegeben. Oder vielleicht gibt es es wirklich noch. Wenn man da jetzt kurz vor der Pension steht, keine Ahnung, oder wenn man einfach schneller Geld machen will, lernt COBOL und ihr findet es ohne Probleme einen sehr hochbezahlten Job. Wenn man das will, Ja, ja. wenn man, das ist die Frage, will man's? Das ist die Frage, ja. Ich stelle mir die Frage bei vielen Programmiersprachen, sei es C-Sharp, Python, Java. Muss ich jetzt sagen, will Ja. man das überhaupt? Ich meine, ja, C-Sharp, ich meine, wenn's kannst, hast definitiv, wärst überall einen Ich Job bleibe bei finden. meiner Lieblingsprogrammiersprache, nämlich HTML. Bleibt bei meiner Lieblingsprogrammiersprache ChatGPT, oder? Na, ja, na, nicht einmal das. Na, also ich kann ja sowieso keine Programmiersprache, von dem her ist es eh ziemlich blunzen, aber wie gesagt, und die suchen halt jetzt Entwickler für ihre alten Systeme. Okay, es ist wahrscheinlich günstiger, da ein paar Entwickler zu suchen, oder einen Administrator, oder zwei, oder drei, oder vier, als das ganze Ja. System auszutauschen. Ja, halt irgendwann, die Frage ist ja das, irgendwann früher oder später musst du es halt mal austauschen. Das ist halt, ich denke mal, du verschiebst das Problem irgendwie immer weiter. Ja, irgendwann kriegst du entweder keine Ersatzhardware oder einfach keinen Administrator mehr. Meine, okay, du kannst jetzt so eine Orts natürlich schon klar, das geht alles, aber steht dann irgendwann. Weil, das ist kein Massenprodukt dann mehr, das ist ja dann quasi Einzelproduktion. Ja, sicher. Ich meine, natürlich, diese Platinen von damals haben jetzt nicht diese hohe Komplexität. Da kann man auch gerne noch einmal Kontakte selber aus- und einlöten oder Chips selber löten, wenn man nur irgendwo auf dem Elektromüllhaufen welche findet. Also die sind nicht so hochkomplex, ja. Das ist richtig, aber ich denke mal, das ist ein Problem immer weiter nach hinten verschoben. Es ist die Frage, klingeln jetzt die Alarmglocken und man überlegt jetzt bei der Deutschen Bahn bzw. beim Dienstleister einen Umstieg? Ich glaube es eher nicht, weil jetzt ja erst die Geldmittel für die Deutsche Bahn gekürzt worden sind. Also von dem her wird es halt dabei bleiben. Also, wer von euch Windows 3.1, 3.11 Kenntnisse hat, idealerweise noch Sievers Kenntnisse, dann bewerbt es euch. Ja. Gut. Gut, ich glaube, ich mache mal weiter, weil du hast, oder? Na, du hast eh noch ein paar Themen, aber ich mache mal weiter. Machen wir ja. Und zwar, weil wir zuerst beim Einstellen waren, sind wir jetzt beim Rauswerfen. Große Tech-Firmen entlassen ja mittlerweile Reihe nach Leute. Was witzig ist, es wäre eigentlich auch ein Lesepick wert gewesen. Und zwar The Verge hat irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die haben eine interessante Wandlung oder gemacht. Die haben in letzter Zeit sehr viel kritische und da relativ lustige Artikel auf ihrer Plattform. Ja. Also das hat mich überrascht, weil da ist zum Beispiel der Artikel, erklärt kurz, warum jetzt alle großen Tech-Firmen Leute rauswerfen. Das ist halt, weil sich die Zeit ein bisschen geändert hat und Investoren auf was anderes schauen. Und was da lustig ist, das war irgendein Professor von einer Universität, der hat gesagt, sie kopieren sich einfach gegeneinander. Das heißt, ein Konzern fängt an, Leute rausschmeißen, das heißt, der nächste kopiert es und das geht so durch alle durch.
Und im Endeffekt, das Witzige ist, diese Layoffs schaden eigentlich mehr und schaden mehr der Profitabilität, als sie nützen. Was man halt da extrem hat, ist der Brain Drain. Man verliert einfach extrem viel Wissen. Das verschwindet. Ja, vor allem, es kommt nichts Neues nach, weil das heißt, du hast ja nicht nur das Problem, dass der Brain Drain drin ist, dann Leute werden demotiviert, andere seien ängstlich und es kommt ja alles dazu. Genau. Keiner traut sich mehr dann was, weil er ja weiß, ja, okay, dann bin ich der Nächste, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß mache. Was ist die Folge? Es gibt noch keine Innovationen, weil es kehrt nämlich extrem großes Vertrauen ins Unternehmen und auch die Möglichkeit, einmal was auszuprobieren und aus dieser Idee, halt aus diesem Gefühl, fallen ja nachher innovative Produkte und so weiter, also innovative Funktionen, alles Mögliche. Ja, das, weißt Und du, da das brauchst du ja nicht einmal jetzt so für so Innovation auslegen. Das fängt ja schon damit an. Geh einmal jeden Tag, weil stell dir vor, du müsstest jeden Tag ins Büro gehen und müsstest Angst haben, dass sie die rausschmeißen. Wie gern gehst du in die Na Firma? eh, absolut nicht. Also Also da denkst du da, ja, okay, also wenn ich jetzt irgendeinen anderen Strohhalm habe, bin ich ja weg. eh, genauso macht man es ja. Und die folgen ja dann auch noch, weil dann gehen ja viele von selber und sagen, ja, da will ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Das ist ja eben, das ist das Nächste. Das heißt, du musst nicht einmal mehr aktiv Leute aushauen, sondern irgendwann liegen die Ja, Nerven weißt du, eh so blank, dass viele einfach gehen. vor allem dann gibt es ja auch diese inoffiziellen Strukturen oder diese Strukturen, die quasi neben der eigentlichen Organisation sein. Ist halt dann auch das, weißt du, du kannst halt eine komplette Abteilung unter Anführungszeichen ruinieren, indem du zwei Leute rauswirfst und damit eigentlich unter Anführungszeichen so einen kompletten Freundeskreis zerstörst da drin. Und das musst du gar nicht wissen, dass das eigentlich so gut funktioniert hat zwischen denen und jetzt auf einmal fehlen da deine Bezugspunkte. Genau. Also da ist halt, da spielt schon sehr viel mit und ja, also ist das relativ. Ich habe den Artikel sehr unterhaltsam zum Lesen gefunden. Jetzt nicht für die Leute, was rausgeschmissen worden sein natürlich, aber dass das eigentlich summa summarum eher idiotisch ist, was die Firmen da machen. Vor allem die großen Tech-Konzerne, die eher auf Reserven sitzen, noch und nöcher. Mir stellt sich, wir haben ja das gehabt jetzt erst mit den zurück ins Office, Homeoffice wird gestrichen, wo ja alle Ah brav ja. mitmachen. Das ist ja auch schon ein Fall, wo sich gut bezahlte und sehr gute Entwickler eh schon einmal überlegen, okay, wenn es so ist, gehe ich halt woanders hin. Ja, Jetzt richtig. kommen so Massenentlassungen dazu, wo man einfach einmal Abteilung zumacht, 3000 Mitarbeiter rausschmeißt, so wie. Ich glaube, die Alexa-Abteilung bei Amazon, die war gar nicht so klein, die was sie da entlassen haben. Das müsste irgendwas so ein paar 1.000, 1.500 Mitarbeiter gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, da haben wir es eh. Da Ja, unten ist es zur Auflösung. das war Amazon nicht ganz 1, klein. Amazon 2. Ach so, das sind nur die. Ja, so, das sieht nur, what they said about the layoffs. Ja, keine Ahnung, ist recht. Es ist. Die Frage ist halt, wann wird das zum Bumerang? Wären die jetzt dann, also man kann jetzt einmal davon ausgehen, dass die nicht von heute auf morgen extreme Qualitäts- oder Innovationsverluste haben. Das wird sich mit Na, der Zeit natürlich nicht. entsorgen. Es wird aber halt noch so sein, dass die Leute rausgehen, zu anderen Unternehmen gehen, da ihr Know-how und so weiter mitbringen, vielleicht selber was Eigenes gründen und damit wieder gefährlich werden können. Den großen Ja, Tech-Unternehmen. ich meine, es ist Gefährlich, das für. gefährlich in manchen Teilbereichen. Also es gibt jetzt, wird jetzt kein zweiter Google in 10 Jahren erkennen. Eher nicht, das ist Das ist unwahrscheinlich. Also, unwahrscheinlich, ja. aber es ist halt generell, also ich glaube, es ist einfach in Summe, sie schaden sich wahrscheinlich Ja. mehr. Also, es kommt da recht gut raus in den Artikel, Ja. weil ich glaube, die meisten Firmen müssen nicht unbedingt auf jeden Euro schauen, jeden Dollar schauen. Ja. Aber natürlich tun sie es wegen Investoren. Und ja, das ist halt dieses Grundproblem an der Geschichte. Und vor allem, sie Genau. werden sie dann eh wieder früher später irgendwann einstellen müssen, weil wer soll sein die Arbeit machen? Genau. Weil dann gründen sie eine neue Abteilung, ja, und dann brauchen sie halt da wieder die Leute.
Und dann haben, dann brauchen sie wieder neue Leute und die wissen aber teilweise nicht, was in die Systeme vorher gelaufen ist. Die brauchen extrem viel Einarbeitungszeit, weil die vorherigen ja zum Beispiel weg waren und so Ja, weiter und ja. so fort. Es ist schwierig, ja. Ich bin froh, dass ich unersetzlich bin, also ich mache mir keine Sorgen in Zukunft. Dass sie unersetzlich bin. Ja, nahezu. Nahezu. Gut. Was? Lass mich noch weitermachen, weil ich glaube, du hast weniger Themen da drin. Ja, okay. Was willst du machen? Ja, ich gehe der Reihe nach vor, oder? Das ist am besten. Dann nimmst du Solar, Ja. gell? Da jetzt auch noch kurz. Also 10 sozusagen Breakthrough Technologies. Was habe ich da reinkopiert? Ja, das Photovoltaik wird immer effizienter und effektiver. Indem man da einfach neue, man probiert halt mittlerweile mehr und es wird mehr geforscht. Ja, Materialwissenschaft ist halt geil. Also Materialforschung, Materialwissenschaft, weil man immer mehr Kombinationen findet an Materialien, was man miteinander verwenden kann, um noch mehr auszuschlagen. Das finde ich ziemlich geil. Ja, es ist, ich meine, ich hab vorher noch nie von Perovskit gehört. Na, ja, nicht. Also es ist anscheinend ein relativ häufiges Mineral aus der Mineralklasse der Oxide und Hydroxide. Aha, okay. Oxid hat irgendwas mit Sauerstoff zu tun, gell? Ja, also wenn man das kombiniert mit dem klassischen, da ist Silizium drin, gell? Ja, Silizium, ja. Oder? Na, was ist in Ja, Photovoltaikzellen Silizium, ja. drin? Silizium, ja, normal schon. Aber Und wenn man das da. Silizium muss ich sagen, ist recht häufig, gell? Also Ja, also wenn man das damit gibt's wie Sand kombiniert, am Meer. da kriegt man den Wirkungsgrad noch weiter nach oben. Okay. Günstiger und effizienter als Ja. Silizium. Ja. Günstiger. Ja. Okay. Günstig, vielleicht günstiger in der Herstellung, aber Silizium ist Sand. Und das haben wir. Ja, es ist ein, also ich habe es leider auf die Schnelle gelesen. Es ist sehr häufig das Perovskit. Guck mal, wie schaut. Ich habe Ah, das nie gekannt vorher. Perovskit. Sehr häufig. Oxid und Hydroxide. Ein relativ häufiges Mineral aus der Mineralklasse. KCO3, chemisch gesehen. Calcium, Titanoxid. Ah, okay, Calcium. Okay, Calcium ist recht häufig. Ja. Calcium, Titan. Okay, so weiß ich nicht. Titanate. Aha. Okay. Vorkommen im Erdmantel. Die dominierende Mineralfaser, wie dem Perovskit, das ist Eisen, Magnesium, halt das Silikat mit der Zusammensetzung MgSi, das sind gleiche Kristallstruktur. Das magnesiumhaltige Endglied der Mischkristallreihe dieses silikatischen Perovskits wurde das natürliches Mineral. Okay. Britgammit. Okay. Das. Ja. Sehr gut. Sagt man jetzt zwar auch nicht, wie häufig das ist im Vergleich zu Silizium, aber. Okay. Na. Ist aber ein. Nein, ich finde das eh super. Und ich habe erst heute wieder einen Artikel gelesen, dass sich, also man darf es vielleicht nicht überbewerten. Die hauen ja mittlerweile bei Akkus für E-Autos eh die Superlative aus, aber da tut sich auch extrem viel. Also Dort tut man sich geht jetzt leicht. auf Materialien und Materialkombinationen, die häufig, also die recht häufig sind, einfach abzubauen sind und nicht problematisch sind. Und trotzdem holt man immer mehr Effizienz aus. Heute habe ich einen Artikel gelesen für einen Akku, der eigentlich reicht für 1000 Kilometer fahren mit einer Ladung. Also dort tut sich extrem viel. Also ich bin gespannt, wie sich E-Autos in 5 Jahren dann verhalten und anfühlen. Ja, ich Ich glaube, glaube, vor kann man allem mit es ist. heutige dann wahrscheinlich gar nicht vergleichen, weil da geht jetzt echt, ich glaube, da geht es jetzt Schlag auf Schlag.
Ja, es ist ja so, ich glaube, Porsche hat ja jetzt auch ein neues Modell vorgestellt vom Taycan oder wie das Ding heißt. Das Ding ladet ja so ungefähr von auf 50 in 10 Minuten. Also, ich sag so, also da ist damit eigentlich, da ist dann eigentlich alles wurscht und wenn allein 500 oder wenn allein 300 Kilometer Reichweite hätte. Ja, nein, ich sag halt so, die Ladegeschwindigkeit spielt für mich eigentlich eh immer noch eine untergeordnete Rolle. Ist dann eher die Rolle für jene, die viel Kilometer machen, also die aufs Auto angewiesen sind und viel fahren müssen. Da macht's natürlich, ist natürlich schon, aber sonst, ich finde, ist für mich Ladegeschwindigkeit zweitrangig. Ich finde eher Ich Reichweite meine, wichtiger. für deinen täglichen Vorbedarf. Na, ich gehe jetzt nicht von meinem rein täglichen Ja. Vorbedarf aus. Ich würde das jetzt umrechnen auf mein Jahresfahrbedarf. Ich mach pro Jahr 10, 12 Fahrten, die über 300, 400 Kilometer gehen auf Ja, einem aber Tag. da, also damit kann man sagen, okay, du hast mit jetzigen E-Autos schon überhaupt kein Eben, Problem mehr. eben, eben, das meine ich ja. Also null. Das heißt, du bräuchtest nicht einmal mehr irgendeine Entwicklung in dem Na eh, Bereich. aber ich finde es wünschenswert. Das Einzige, was mir halt extreme Sorgen macht, ist den Taycan von 10 auf 50% in 10 Minuten laden. Das will man nicht daheim laden. Da Das kannst du daheim nicht laden. hast absolut, zumindest aktuell, nicht die Möglichkeit, Strom von der Strominfrastruktur daheim so einen Anschluss zu kriegen. Ja, ich meine, weißt du, was der Anschluss kosten wird? Das weiß ich nicht, aber du kriegst nicht einmal so ein Kabel zum. Nein, ich sag, nein, du kannst das Kabel schon zu dir legen lassen, weil ich wünsche dir viel Spaß, was du zahlst. Ich weiß gar nicht, ob du das kriegst. Ja, gut, wenn Nein, Geld keine Rolle spielt, kriegst du sicher eins. kriegen tust du von das, also bei deinem Netzbetreiber kriegst du das, du zahlst halt dann, du bist dann nicht mehr Privatkunde, du bist halt dann geschäftlich oder Industriekunde. Das heißt, du zahlst das auch dann alles. Weil das ist dann sicher sowas mit. 64 Das ist halt, Ampere, das ist, na, das ist, was warte, das kriegt können man, wir ja was kriegt man denn nachschauen. da, was ist das Maximum, was wir da haben als Hausstromanschluss kW Ampere? Was kriegt man denn heutzutage so? Du wirst relativ viel kriegen, wenn du es zahlst. Na, aber was ist der Durchschnittsanschluss, was man für daheim kriegt? Ampere. Sollten Sie aber beispielsweise eine Ladestation für ein Elektroauto planen, könnten für Sie 63 Ampere sinnvoll sein. Boah, ich will einfach nicht so einen Stromstecker bei mir in der Garage haben. Das ist komplett sinnlos, das würde ich daheim nie machen. Ich schaue Auf gerade, warte 80 mal. Ampere abgesichert. Was, ich weiß es nicht. Was baut denn die Kehlag? Kehlag, was ist denn da? Hausanschluss, Strom für zu Hause. Dein Weg zum Wunschtarif. Ich will keinen Wunschtarif. Du willst keinen Wunschtarif. Ich schaue da gleich gerade nach. 36 Ampere ist so Standard für daheim, so wie es da ausschaut. Ja, okay, also 60 Ampere, ja, boah, ja. der neue Taycan, also diese Geschwindigkeit kriegst du, also du kannst mit 800 Volt DC laden. Gleichstrom, okay, ja. Ja, und du kriegst schon an 320 Kilowatt. Okay, das. Also das ist schon richtig schnell. Ja, aber das ist Also jetzt das heißt. DC Gleichstrom. Das heißt, du, boah, ich bin zu schlecht in Elektronik, aber. Wie viel Kilowatt? Du kannst da 320 Kilowatt reinladen. Wow.
Also das geht nur an High-Speed-Charging-Stations. 320 Kilowatt. Wow. Also ich glaube, Und ich ich glaube, glaub, ich die habe. laufenden Geräte bei mir im Büro gerade den Moment. Warte mal. Scheiße, wie hast du mal elektrische, wie hast du, ah, Casa, Casa, die Casa-App. Ich schaue mal, ob ich gerade Strom brauche. Für zwei Monitore, PC, Licht, Sound, Audio-Interface. Ich brauche im Moment 0,2 kW. Wow. Ja, das ist relativ eng. Warte mal, ich schicke da jetzt Das ist aber kurz eine gute was. Ansage. Du kannst da jetzt sogar nachschauen. Da ist der Porsche-Wert da. Das siehst du, wie jemand das halt einmal mitfilmt, wie der Kübel dann aufladet. Ah. Jetzt muss ich halt schauen, wo das ist, die Stelle. Ich weiß es nicht auswendig. Was das nicht, gar nicht, nicht im Ansatz, oder? Nein, Aha, ich da. hab's, das habe ich auf Threads gefunden. Ah, Deshalb okay. Auf Threads. auf Schaut das noch Threads. jemand? Gibt es das noch? Das ist super. Ich finde das echt. Das finde ich grandios. Also du siehst jetzt von null auf Ding. Und die Zeit siehst du auch tickern. Okay, 300 kW. 320 kW, 314, 312. Wow. Wow, fuck, das ist schnell. Ja, kann man so nennen. Okay. Bei 62% geht aber auf 200 kW. Okay. Ja, Ja. eben wie gesagt, das geht nur bei Quick Charging Stationen. Daheim ist Ja, man klar, nachher das ist es ja auf da. die 11 kW oder sowas. Daheim ist ja, sage ich, ist ja das auch vollkommen wurscht, wenn dein Auto die ganze Nacht laden Eben ja. muss. Es ist ja Wie vollkommen gesagt, wurscht. Es deswegen spielt ja sage ich keine auch, Rolle. ich glaube 22 kW. Nein, für daheim ist Maximum, was kannst du fürs Maximum daheim noch verbauen, wenn du a 22 kW kriegst du daheim. Ja, der 22 kW, Also 22. 22 kW ist ganz einfach. Wie heißen die Autoladestationen? Wie heißt das? Du meinst ja Ah, Wallbox? Wallbox, genau. Ach so, ja, das ist kein Thema, Nein, das geht alles. 22 kW ist Austria. 22 kW ist kein Problem. Das weiß ich. Also das ist es Das klar. geht dann mit, das geht dann mit einem normalen Anschluss, also mit dem Pulsar Max. Nennen wir Max, oder? 220 kW. Du willst einen Max haben. Max. Nehmen wir im Pro. Aha. Also 22 halte ich jetzt für, ich bin mir nicht einmal sicher, ob brauchst. Wenn es hast. 220 kW, ja. 6 Ampere bis 32 Ampere. Ja, das wird bei mir, glaube ich, sogar noch ohne Probleme gehen. Supernova. Okay. Okay, das schaut eher für. Das ist für daheim, Das ja, das ist stehst du nimmer da. für daheim. Da haben sie noch eine größere und die geht. Achso, 12. Ja, okay. Na, die ist gar nicht viel größer. Ja, die hat aber Gleichstrom jetzt gehabt, Ah ja, stimmt, die war oder? jetzt gleich Strom. Ja, aber das ist auch schon eher daheim Werbungen wahrscheinlich wäre. Ja, stimmt. Gleichstrom für daheim, ja. Hast du wieder Verluste, ja. Aber okay, ja, 220 kW, ich sage ja, ist für mich daheim ja, wäre okay. Aber jedenfalls, um es oberzubrechen, interessant, was sich da tut. Da tut sich viel, ja. Also das ist, das kann man wirklich sagen, da geht schon was weiter. Und das mit einer Peruxi-Xi-Ti-Ti-Ti-Ti Photovoltaikanlage oder wie das heißt. Da Ja. macht man sich sein, erntet man sich seinen Sonnenstrom gleich selber. Ja. So, und jetzt mache ich noch zwei Themen und dann lasse ich Ah, oh, okay. die. Ich fange jetzt mit dem, ich fange so an.
Echtzeitüberweisung muss jetzt Serie werden. Also die EU hat Ah, beschlossen, du machst die goldene Brücke jetzt. Ja. Ja. dass sofort Überweisungen ob jetzt an quasi nicht mehr als eine normale Standardüberweisung bei einem kostenpflichtigen Konto kosten dürfen. Ja, ab wann? Das ist jetzt an, die haben jetzt 12 Monate Zeit, die Mitgliedstaaten diese Verordnung Ich umzusetzen. hasse die Raiffeisenbank nicht nur dafür, aber auch dafür, dass man das bei ihnen immer extra anhakeln muss. Und drunter steht immer noch der angsteinflößende Text, dass durch Jetzt keine Gebühren Express anfallen. können Gebühren anfallen. Dürfen sie ja Es nicht. fallen aber keine Fallen. an. Aber der Text steht drunter. Ja, Bei N6, ja, bei okay, das sagst N26 ist jede Zahlung automatisch Express. Automatisch. du. Na, bei mir Bei mir nicht. schon. Du zahlst aber dafür dann. Ich für sein 26-Konto. Ja, ich zahle dafür, ja. Ja, gut, du zahlst dafür. Wenn du das kostenlose Ding hast, kostet es extra. Im Basic kostet es extra, das stimmt, ja. Aber ich zahle für Ja, mein gut. N26-Konto, ja. Ich bin für mein, sagen wir so, N26 ist mir als normales Bankkonto zu risky. Na, ich habe Einlagensicherung und fertig. Ja, aber die Deutsche. 100.000 Euro. Die Deutsche ist, glaube ich, weniger. Nein, habe ich Ja. erst jetzt wieder die Information von N26 gekriegt, dass Echt? meine Einlagen auf 100.000 Euro gesichert sind. Okay. Als hätte ich 100.000 Euro auf der Seite. Ja, aber das Von wäre dann. mir aus kann bei N26 der Einlagensicherung 15.000 Euro sein. N26 ist mein Alltagstransferkonto, mit dem ich eigentlich alles abwickel. Das so sehe ich N26 Genau, auch. Ich genau. sage, N26 ist bei mir eigentlich fast schon. Ein Kreditkartenersatz. Ich sehe es fast so. Genau. Also. N26 ist mein Transferkonto, das heißt, mein Gehaltskonto ist ganz klassisch bei der Raiffeisenbank, die ich über alles verachte und wo ich jetzt auch einfach, auch, weil ich aus vielen Gründen. Und da kommt ein Pool an Geld, den schmeiße ich um mich auf mein N26-Konto und da wird einfach alles abwickelt. Dort sind die Abbucher nachher drauf und die ganzen anderen Sachen. Das andere ist Ja, fürs na, Anhäufen und also, das andere ist für den alltäglichen Bankverkehr und auch für, weil ja, als ich hab's eigentlich Kreditkartenersatz so und so weiter. für so, ja, so, dass ich sagen kann, was praktisch ist, wenn einmal, keine Ahnung. Ich habe ja früher mal eine Kreditkarte gehabt, die hat ein Limit gehabt und da hat man zusätzlich Geld draufladen können. Ja, genau. Das gibt's aber nicht mehr. Keine Ahnung warum. Und jetzt verwende ich halt N26. Genau. In der kostenlosen Version. Ja, eben, ja. Na, ihr habt schon die, also ihr habt. Ich bin eher mal gespannt, wann N26 die kostenlose Version einstellen Ja, wird. keine Ahnung. Betrifft mich nicht, habe ich nicht. Also, ich habe die kostenlose Version eine Zeit lang genutzt, bis ich nachher mir gedacht habe, es funktioniert eigentlich alles so. Also, ich sage so von der Bedienung her und das Ganze mit den Unterkonten und so weiter und so fort. Ich Ich finde meine, das so extrem angenehm, weil ich habe so eine gute Übersicht. ich geb da bei einem Punkt recht, rein von softwaretechnischen ist N26 richtig gut. Da nehme ich ihnen überhaupt nichts weg. Ja. Nur bei denen, es gibt eine Sache auch nicht, wenn du das, ich wollte mir das einmal überlegt, das als Businesskonto zu verwenden. Das Problem dabei ist, du kannst keine Finanzamtszahlung damit durchführen. Doch, da gibt es Nein, es gibt ein. ich will nicht in Finanz online reingehen und das so machen. Also, ach so, du meinst aus N26 Finanzamtszahlung machen. Ah, Richtig, okay, es ja, ist die so. gibt es nicht, ja, das stimmt. Bei jeder normalen österreichischen Bank gibst du die Nummer vom Finanzamt ein und die Eingabemaske adaptiert sich. Ja, siehst du das da, wollte ich nur kurz sagen. Was denn? Die gesetzliche Einlagensicherung schützt dabei 100.000 Euro pro Einleger pro Ah, Bank okay, danke. in Deutschland. Ja, Also.
Du wolltest mal wahrscheinlich das sagen, dass sie über Finanzen Ja, online das genau. machen Das kann. geht. Also das geht mittlerweile. Also. So, da hab ich damals einen liebevollen Chatverlauf mit den N26 Mitarbeiter gehabt, der mich so quasi für Deppert erklären wollte, dass das doch geht. Da habe ich aber gesagt, nein, ich will es aber nicht über Finanz online machen. Ja, eben. Nein, nein, die verstehen. Also Die, das. ähm, ich glaube, das ist also eine österreichische Eigenheit, dass sie da bei den Banken also eigene Finanzamtszahlung als im Zahlungsverkehr vorrangig betrachtetes und davon Ja, abgeschottetes Ding genau. macht. Ich glaube, das ist Ja, also eine Eigenheit. das Problem ist ja das, ich muss ja leider, du kennst das wahrscheinlich Ja, eh, ja. wenn man da so, man muss Einkommensteuer überweisen, Umsatzsteuer und die ganzen Sachen und du musst das halt so speziell aufführen. Einkommensteuer für den Zeitraum, Genau. für das Jahr Die und Eingabemaske, die gibt Umsatzsteuer, es nicht bei ja. N26. Richtig, Ja. und ich weiß auch nicht, ob die in Finanz online so drinnen ist. Das kann ich da jetzt auch Nein, nicht nein, ey, beantworten. nein, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Und das ist leider so ein Problem. Mir wäre es ja auch lieber, ich könnte einfach einmal ein Geld hochladen oder drauf tun ans Finanzamt und das wäre dann richtig zugeordnet, aber das geht da irgendwie Ah, so nicht. okay. Weil ich habe ja auch lustigerweise zwei Steuernummern in Österreich. Aha. Ich habe eine, die fällt unter das Finanzamt für Glücksspiele etc. Die brauche ich zwar jetzt nie mehr, weil das war nur bei Vergebührung von Mietverträgen. Das ist eine separat, das ist ein separates Finanzamt gewesen. Ah, okay. Ist super lustig, also. Ja, mühsam. Was ja jetzt bei N26 ist ja auch nur eine Bank wie jede andere. Und Banken, wir wissen ja, Banken wollen von Korn was Gutes. Gibt's nicht. Ja, und die BaFin, glaube ich, schaut mittlerweile Sehr sehr genau. genau auf. Sehr genau Ja, wegen. weil das war ja lange Zeit eher nicht so. Da war, ist es ja das Problem, dass durch die Gratiskonten ja so viele, dass viele Gratiskonten, da haben sie die Verifikationen nicht korrekt durchgeführt und so Genau, wird ja. es halt sehr viele so Schwarzgeldkonten geben, die dann im Umlauf sind und Ja, das ist Geldwäschekonten. halt. Also Compliance-Regeln muss man als Bank halt Ja, einhalten. eben. Also die BaFin schaut drauf, das wissen wir ja. Aber was ich jetzt bei N26 noch hervorheben muss, das gibt es in der kostenlosen Version, glaube ich, nicht. Aber bei der, die ich nutze, ist die Möglichkeit für Unterkonten. Und. Ich habe auch und ich kann ich hab eine sehr beschränkte Anzahl, ich glaube ein oder Ah, zwei. okay. Ihr habt 10, Und ja. das ist ja, ich habe bisher noch keine so eine coole umgesetzte Funktion gesehen, Geld hin und her zu schieben. Das ist einfach Hammer. Ich habe da so meine Unterkonten, die werden monatlich nachher befüllt. Das ist einmal mein Tankkonto, einmal so ein Konto Ja. für alltägliche Lebensmittel, einmal so ein Konto für, das ist mein Börserl, weil in N26 kannst du auch so coole Sachen machen, wenn du mit der Karte irgendwo zahlst oder mit dem Handy und das kostet, keine Ahnung, 18,20 Euro. Dann kannst du eine Aufrundungsregel festlegen mit der Multiplikator. Das, Das heißt, bei den 18,20 werden die 1,80 genommen mit 5 multiplizierten Datei. Ja, auf ein eigenes Unterkonto, so als Trinkgeldkonto, Sparkonto, Börse. Ich habe es Börse genannt. Das ist so, wo ich sonst früher mein Kleingeld im Auto hinten drin irgendwo in Getränkehalter eingeschmissen habe, ist das so ja. quasi das Börse. Und das mit den Unterkonten ist halt einfach ein Hammer, weil du zahlst mit der Karte, keine Ahnung, warst einkaufen, Hofer, so und so viel. Und Das dann kannst du ist. sofort aus dem Unterkonto oder hinschieben und ist okay. Und ich habe das erste Mal mein Leben, also ist nicht das erste Mal mein Leben, aber so angenehme Übersicht über die, was ist da, was sind die Ausgaben, meine Unterkonten, Budgets und so weiter. Das gibt es sonst nirgends. Ich habe da jetzt bei der Raiffeisen nachgefragt, gibt es nicht. Ich habe bei der Sparkasse nachgefragt, gibt es nicht. Sparkasse ist sowieso wieder eigenes Kapitel, weil ja gleich wie die Raiffeisen, weil ja jede irgendwie anders arbeitet. Bei der Hypo Alpe Adria wollte ich mal nachfragen, aber naja, das ist, hat sich erledigt mittlerweile. Und sonst gibt es ja jetzt nicht wirklich Banken, wo du hingehen kannst. Du hast Raiffeisen oder Sparkasse? Bank 99 finde ich ganz okay. Achso, stimmt, Post, das ist die neue Postbank, ja, genau. Ja, das, ich meine, ich habe das als mein Firmenkonto als Beispiel, weil mir die Sparkasse da horrende Quartalsgebühren verrechnet hat für mein
Bipifax-Konto, wo Geld ein- und ausgeht. Das habe ich, das, die Diskussion habe ich im Moment mit der Raiffeisen, ja. Ja, das Witzige ist, ich habe mein Hauptkonto bei der Raiffeisen. Da ist alles, da läuft die Kreditkarte drüber, alles. David gekündigt. Na, das ist billiger gewesen als mein Firmenkonto. Mein Firmenkonto hat mir im Quartal ein Vermögen gekostet. Also da waren teilweise Gebühren von 60 bis 100 Euro. Ja, Für ich das zahl dann. momentan 44 pro Quartal bei der Raiffeisen. Ja, das ist Für aber. nix. Ich hab kein, ich Ja, hab, okay, ich das hab ist. die einzige Leistung, die ich hab eine Bankomatkarte. Und ob ein paar Geldabhebungen sind für mich kostenlos. Aber mittlerweile denke ich mir, wie oft, und ich habe jetzt zusammengerechnet, wie oft ich im letzten halben Jahr Geld abgehebt habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich wechsle bei der Raiffeisen aufs Online-Konto, weil dann kostet die Abhebung und die Überweisung kostet 11 Cent. Okay, passt. Ja, Das nehme ich im Kauf. Und da Geld ab. aber warum gehst du dann nicht weg von der Raiffeisen? Ja, das ist ja so meine Überlegung. In die Richtung wird es gehen. Und dann wird es vielleicht Bank 99 als ist Bank 99 Minikonto nehmen. Ich geb da einen Tipp, geht zur Easybank, kriegst du ein Oder Gratiskonto. Easybank, ja. Easybank ist wiederum Sparkasse, gell? Das kann dir ja wurscht sein, es ist ein Gratiskonto, fertig. Und du kriegst ja easy Kreditkarte um 1 Euro im Monat dazu. Ich will keine Kreditkarte mehr. Ich habe jetzt die Debitkarte und von N26, das ist ein voller Kreditkartenersatz. Was soll ich da noch? Ja, Es ist ein. die Überlegung habe ich eigentlich auch Weil mittlerweile, so es ist ein wie. Maestro, es ist ein Maestro, es ist eine Debitkarte, es ist wie eine Kreditkarte. Und dein Verfügungsrahmen bei der Kreditkarte legst du, keine Ahnung, auf 3, 4, 5.000 Euro fest, keine Ahnung, was auch immer. Und dein Verfügungsrahmen bei der Debitkarte ist halt das, was du drauf hast am Konto. Fertig. Ja, das ist auch meine Überlegung, weil wenn ich so zusammenfasse, für was ich meine Kreditkarte verwende, muss ich fast so. Weil für was verwendet man die Kreditkarte? Reiseversicherung, Reiseschutz, das ist ja der einzige Na, Grund, warum man die na Kreditkarten immer verwendet hat, oder? also ganz ehrlich, ich möchte nicht bei einer Reise auf einmal Kreditkartenfirma angewiesen sein. Also, das ist einfach etwas, weil man denkt, die Bedingungen, was da drinnen stehen, zum Beispiel bei mir wäre es so, ich muss monatlich mit meiner Karte zahlen. Wenn ich das einmal vergessen hätte, wäre das Ja, weg für eine das ist gewisse bei mir bei Zeit. Raiffeisen auch so, ja. Zumindest im letzten Monat vor Reiseantritt muss man einmal was mit der Kreditkarte gezahlt haben, damit die Reiseschutzversicherung funktioniert. Richtig. Und da gibt es aber noch ganz andere, wo du die Reise mit der Kreditkarte bezahlt haben musst. Ja, genau. Also das Also. heißt, ja vor allem um das, was meine Kreditkarte mir das Jahr kostet, okay, also so oft verreise ich nicht, dass eine Reiseversicherung das überhaupt wert wäre, Und wenn man. weil das Und wenn man ist eh, wenn du viel aus. reist, dann geht man zu, keine Ahnung, wieder zu N26, nimmt vielleicht noch die höhere Kontoklasse, dann ist eine normale Reiseschutzversicherung dabei. Die kostet 96 pro Monat, also das Konto. Ich würde mal auch ein paar Versicherungsunternehmen annehmen. Ja, na, es ist, und also meine Kreditkarte über die Raiffeisen, ist über den österreichischen großen Visa-Verleiher gegangen und da habe ich gekündigt. Ja, Ich natürlich. warte jetzt halt 1,5 Monate auf die Auszahlung des Guthabens, das ich auf der Karte noch gehabt habe. Du hast ja Guthaben auf der Karte gehabt. Ja, das ist nämlich witzig. Das finde ich wiederum gut. Wenn du während der Kreditkartenvertrag läufst, die Kreditkarte kündigst, wird dir alle Quote, die bisher gezahlte Kreditkartengebühr gutgeschrieben. Ah, das ist cool. Danke für die Info. Weil das ist nämlich auch bei mir die Überlegung mittlerweile gewesen, dass ich einfach wirklich sage, ich bin beim Überlegen, die wegzugeben. Also ich hab lang geschaut, lang recherchiert, ob es jetzt, keine Ahnung, es kann sein, dass ich in dem Jahr 2, 3 Mal businessmäßig unterwegs bin. Das heißt, Euro, außerhalb Österreichs oder USA wieder.
Ist ja wurscht, du bist eh von der, das macht ja die Firma. Ja, aber ich macht die Sachen zahle ich mit meiner Karte und danach wird es gegengerechnet, fertig. Das ist ja kein Problem. Das ist wurscht. Und wir haben mir halt eingelesen, die ganze Sache, und zwar habe ich einen Nachteil, wenn ich jetzt eine Maestro Debitkarte verwendet, habe ich da irgendwie einen groben Nachteil gegenüber Visa. Und in den USA ist Maestro und Visa gleichgestellt. Da gibt es keine großen Unterschiede. Die Ja, die haben einzige, das die, nicht. die, Die, einz, die, die die. einzige, die einzige Kreditkarte, Kredit-Debitkarte, die in den USA jetzt nicht so zwar noch verbreiteter ist wie bei uns, aber halt auch nicht so verbreitet wie Visa und Maestro ist American Express. Ja, Das, die gibt es drüben, ja. die gibt es drüben, aber drüben auch weniger als Visa oder Maestro. Also von dem her, Ja. nicht Maestro, Mastercard, Entschuldigung, Mastercard. Es ist eigentlich ein Mastercard. Die Maestro, ja, keine Ahnung, ist wurscht. Also es gibt keine, es gibt. Und ich habe mir überlegt, das sind die Visa wirklich getan, das sind 80 Euro wieder weniger, den man spart, mein Raiffeisen. Du hast 80 Euro für deine Visa-Karte Irgend sowas gezahlt hat im der Jahr. gekostet, ja. Ich weiß es jetzt Was nicht. hast du für eine Visa-Karte Ganz gehabt? eine normale, simple Visa-Karte. Deswegen sage ich ja, das bei. Das kann. Ich muss jetzt schauen. Nein, jetzt warte mal, weil ich weiß, ich habe für meine jetzt, an, weil es ist mal aufgebucht worden, 66 Euro Ja, warte gezahlt. mal. Ich schau gleich. Ich kann nicht das schauen. Die ist im Oktober, glaube ich, verrechnet worden. Archiv. Da ist die Kontoführungsgebühr aber dann dabei, oder? Ich rede jetzt nur von der Visa-Karte. Also die Visa ist, die was ich habe, war 69. Ja, das Und ist jetzt die auch günstigste. nicht weit weg von 80. Und die Kartengebühr. günstigste Ah, ist, 66. Okay, die hast recht. günstige, 66. die günstige wäre 21. Ja. Stimmt. 66 war es, ja. Da ist halt kein Versicherungsschutz dabei. Ja, das war im Nachhinein war eh gescheiter gewesen. Aber ist ja wurscht, ich brauch's ja gar nicht mehr, ich spare mir jetzt das. Na, und das, was ich mir dadurch spare, ist meine Kontoführungsgebühr für N26 fürs ganze Jahr. Ach so, das mal, ja. Genau. Das ist okay. Und jetzt muss ich die Diskussion mit der Raiffeisen noch abklären, dass mein Kontomodell obergestuft wird auf ein reines Online-Konto und wenn das nicht funktioniert, werde ich Bank wechseln, ja. Ich gebe da generell den Tipp, wenn du nichts bei denen hast, was irgendwie brauchst. Ja. Wir haben mehrere Was Konten brauchst du von dort. der. Na, wir haben mehrere Konten dort. Also wir haben, aber das ist ja wurscht. Mein eigenes Girokonto kann ich immer wegtun. Wir Jawohl. haben ein gemeinsames, also familiär ein gemeinsames Konto. Es gibt dann noch ein entsprechend, vielleicht das Haus ist noch nicht ganz abgezahlt. Ja, aber das, Kreditkonto. selbst das, Aber das ist das ja wäre wurscht. ja egal. Ja, eben, das ist ja wurscht, das kann ja alles weiterlaufen. Das ist ja, eben, das ist es ja. Ich will nur mein Girokonto einfach. Ich will einfach nur sinnvolle Preise zahlen heutzutage. Ich brauche kein. Ich heb nicht die Woche zweimal Geld ab. Deswegen ist mir gratis Geld abheben mittlerweile scheißegal. Ich zahle die 1,60, die es kostet, wenn ich bei einer Fremdbank abhebe. Das ist mir egal. So oft wie ich Geld abhebe, Ach ist mir so, ja, das das wurscht. ist. Wenn ich jetzt auf ein Raiffeisenkonto, ob ich da jetzt für eine Überweisung oder für eine Lastschrift 11 Cent zahlen muss, ist es wurscht. Ja, Ich richtig. hab da nicht, ich hab da einen Eingang, fünf Ausgänge. Das sind 66 Cent pro Monat. Das heißt, du bist ein richtiger High Roller. Ja, das sind 66 Cent pro Monat, was ich für Eingänge und Ausgänge zahlen müsste. Und einmal im Monat vielleicht Geld abheben. Ja, okay, passt. Na, eben, ich will aufs günstige Kontomodell wechseln und zahle halt für jeden Service-Dings, was ich brauche. Ich will keine Bankberatung, ich brauche keine Zusatzversicherung. Ich will einfach nur mein Geld verwalten können. Und das möglichst günstig. Es ist alles Self-Service bei mir. Das ist aber in Zolsch. Ja, das ist das Nächste, ja. Gut, so, Natürlich jetzt haben wir ein kleines über. haben wir vor 2 Jahren das zweiteuerste Kontomodell aufschwatzen lassen.
weil ich gedacht habe, ich brauche das. Wobei ich Fairness halber zugeben muss, bis ich 37 war, habe ich ein Jugendkonto gehabt. Ja, okay. Dann was willst du mehr? Das ist Die aber. haben irgendwann übersehen, dass ich doch ein bisschen älter bin. Sagen wir so, ja, das ist ab und an das Beste ist, du sagst gar nichts. Genau, ja. Das funktioniert, komischerweise funktioniert das bei Banken relativ lang. Okay. Also, ja, gut, und jetzt gehen wir zu was irgendwie unter Anführungszeichen witzigen und dann kommt wieder komplett irren. Die Headline allein von Future Zone finde ich super. Gott befahl Pastor, eine wertlose Kryptowährung zu gründen. Wo ich mir denke, ja, super. Hey, aber Also, der kann die Schuld auf den anderen schieben, ganz einfach. ja, der hat's auf die virtuelle Instanz namens Gott geschoben. Ja, also ein Pastor in Amerika hat beschlossen, US-Bundesstaat Colorado, er macht jetzt so eine Kryptowährung, die irgendwie halt wie üblich wertlos war nachher. Er hat das INDX-Coin genannt und die dazugehörige Handelsplattform war Kingdom Wealth Exchange. Also man hat ihn nur natürlich auf der Plattform handeln können, natürlich, wo sonst. Es ist versprochen worden, der Glauben Gemeinschaft, dass sich das vervielfachen würde. Es seien 3,2 Millionen Dollar eingesammelt worden. Und ja, im Endeffekt das Geld. Also es ist damit Range Rover, Juwelen und sonstige kosmetische Zahlen und extravagante Urlaube gegönnt worden. Und ja, das ist jetzt eigentlich alles wertlos, aber ja, die Erklärung war dafür, ja, Gott hat es befohlen. Einige hunderttausend Dollar flossen in eine Haushaltsremodellierung, die uns Gott befahl. Gott sei es freilich auch Aha. gewesen, der Regalado zu seinem Kryptoplan bewog. Entweder habe ich Gott falsch verstanden oder er ist noch nicht fertig mit diesem Projekt und plant etwas Neues. Na, Herrlich, oder? dieser Gott. Der hat's ja faustdick hinter den Ohren. Ja, also Gott ist ein Krypto-Bro. Ja, boah, geil, hey. Gut. Alles Wahnsinnige da draußen. Aber gut, das war's mir im Vorhinein nicht, wenn man da in so ein Ist, wenn man so ein vielversprechendes Projekt, das den Namen INDX-Coin hat und die Kingdom Wealth Exchange, die anspricht. Gut, bei der Exchange hätte man vielleicht ja, ich sage jetzt nicht, dass die größeren, bekannteren sicher sind vor komischen Na, ich sag zumindest eins, aber Coin-Projekten, aber wenn man schon in diesem Bereich investieren möchte, ich meine, auf eigene Verantwortung, eigene Gefahr, dann sollte man zumindest sich vorher eine Börse raussuchen, die wirklich seriös ist. Weil es ist jetzt als Beispiel in Österreich nicht so schwer, eine seriöse Börse zu finden. Ich meine, jetzt nur auf Österreich umgelegt. In Amerika gibt es auch seriöse Börsen für den Bereich, aber es ist nicht so schwer. es gibt in Österreich eine, es gibt eine weltweit agierende auch, die vertrauenserweckend ist. Es gibt ein paar große, merkwürdige, bis sie denken muss, Vor ja, allem, aber. vor allem bei einer Sache sollte man immer skeptisch sein. Wenn du dich nicht ausweisen musst bei einer Börse wie bei einer Bank. Also die wollen genau das Gleiche von dir haben. Die wählen Genau. deine Personalien, die wollen wissen, wo du wohnst, wo du Steuern zahlen musst, an Reisepost, also so das Authentifizierungsverfahren, das Digitale, über den Videocall.
Also das musst du alles machen. Das habe ich auch bislang bei jeder machen müssen, wo ich ein Konto habe, ja. Das musst du wirklich, das musst du beim Bankkonto machen. Das geht sogar so weit, sie wollen von dir ein offizielles Schriftstück haben, wo bestätigt wird, dass du wirklich an der Adresse wohnst. Genau, ja. Also das ist nicht, also und wenn das nicht vorhanden ist, dann würde ich eher mich da nicht anmelden. Genau. Und ich würde auch im Vorfeld aufpassen, weil das würde ich eben auch nur bei seriösen Börsen machen, weil du willst nicht, dass dein Reisepass auch nur als digitale Kopie irgendwo zu komischen Menschen kommt, die damit komische Ideen haben. Ja. Genau. Also deshalb, und wenn ein Pastor sagt, investiert in was. Das sowieso. Also da würde ich eher sagen, na. Gut, können wir ganz kurz einmal eine Pause machen? Ja, der Alex macht eine Pause. Ja, alles gut. Weil dann fühle ich mein, ich fülle meine Wasservorräte auf. Ja. Ah, hallo. Hast du eine Pause gemacht? Ich habe nur das YouTube-Video, also unsere YouTube-Aufnahme habe ich pausiert. Also nicht Audacity, sondern die YouTube-Aufnahme. Ah, okay. Weil in Audacity wird das ja noch ein E. Ah, na schau. Auphonic regeln. Ah, sehr gut. Ja, boah. Gut. Bin ich dran, oder? Jetzt darfst du endlich wieder, ja? Yes. Du kennst die Folge von den Simpsons, oder? Wo Mr. Burns so ein großes Projekt hat. Das ist, ich glaube, die Folge hat geheißen, wer erstach Mr. Burns? Du meinst das, wo er die Sonne verdunkelt hat? Genau. Es gibt da eine Idee. Ah. Von israelischen Forschern. Sie wollen die Sonneneinstrahlung reduzieren, indem sie die Erde aus dem All beschatten. Sie haben sich das durchgerechnet und es wäre prinzipiell möglich, es wäre ein extrem teures, riesiges Mega-Mammut-Projekt, aber prinzipiell wäre es mit den technischen verfügbaren technischen Möglichkeiten nahezu möglich. Und zwar ein Sonnensegel. Nahezu. Ich sage jetzt nahezu, weil man müsste halt tausende SpaceX und Arianes und was auch immer noch oben senden. Man bräuchte ein Sonnensegel mit einer Fläche von 2,6 Millionen Quadratkilometern. Ah, nicht mehr. Das ist ungefähr siebenmal so groß wie Deutschland. Und das würde es erlauben, die Erde so weit zu beschatten und abzukühlen, dass uns der menschengemachte Klimawandel auf lange Sicht hin keine Probleme mehr machen. Das heißt, es würde wieder kälter werden. Man könnte, weil wir davor bei Photovoltaikpanelen waren, die wären dann auch ein bisschen weniger effizient wieder, gell? Also die ganze Effizienzsteigerung, was man jetzt durch die Forschung gewonnen hat, wäre dann teilweise zunichte gemacht. Das heißt, man müsste eigentlich dann wieder Braunkohle verfeuern, um das auszugleichen, dass die Photovoltaikpaneele nicht mehr so effizient sind. Was noch mehr CO2 bedeuten würde, was noch mehr bedeuten würde, dass sich die Erde noch Wir mehr brauchen nur wärmt, mehr dass man noch mehr Segel. Sonnensegel braucht. Es ist eine strunzdämliche Idee. Aber mir hat das so an Mr. Burns erinnert und ich habe mir gedacht, ich will es kurz erwähnen. Allein wo baut das Ding drum? Wo? Im All? Das baust du Ja, nicht wie? da unten zusammen. Du schickst da halt. Die Wellen das Ding im All zusammenbauen. Du schickst da halt die Einzelteile auf und das wird halt dann oben Roboter gestützt oder ja, aufgebaut. Das ist ja.
Also den Punkt, was sie sich ausgesucht haben, der ist eh cool. Das ist der Lagrange-Punkt L1. Das ist der Punkt zwischen Sonne und Erde, wo sich die beiden, die Gravitation von jeweils Sonne und Erde, ja, so ausgeglichen sind, dass Objekte, die da drin sind, prinzipiell drin bleiben auf dem Punkt, also in der Gegend. Also es wird weder zur Sonne hingezogen noch zur Erde hingezogen. Also es gleicht die Anziehungskräfte gleichen sich in dem Fall aus. Und man braucht halt nachher nur 2,6 Millionen Quadratkilometer großes Sonnensegel, um die Erde etwas zu beschatten und damit den Klimawandel aufzuhalten. Ich weiß nicht, was für ein Material das gemacht sein soll. Das ist, glaube ich, egal. Lassen wir es einfach egal sein. In meinen Augen ist das so eine richtige FDP-Lösung. Einfach in Klimawandel mit Technik erschlagen. Ja gut, das, ja, das, okay, das, da haben andere ja gesagt, du musst Technologie offen Ich, sein. genau. Sei mal technologieoffen, bauen wir ein fettes Sonnensegel, weil dann können wir wieder so tun wie bisher. Ja, das ist natürlich, du, das ist das Rätsels Lösung. Boah, das ist. Und dann kommt der erste große Superbösewicht, der nach 10 Jahren oder 20 Jahren weiterer Kohlendioxid in die Erdatmosphäre pusterei, sagt, haha, und jetzt habe ich das Sonnensegel entführt und ich habe hier meinen roten Knopf. Ja, Schnurli. Ah, ja, Schnurli. Ja. Dr. Evil Trump oder sowas. Keine Ahnung. Es ist hirnrissig. Ich glaub, wir haben andere Möglichkeiten, dem Klimawandel ein bisschen entgegenzusteuern. Ja. Gut, das ist so viel dazu. Das war jetzt nur auch so eine lustige Nachricht, die ich gelesen habe. Also es hätte eigentlich schon nur der Spaßpix reinpacken können. Oh, hätte ich. Und dann gibt es noch Naja, morgen lass mich wieder weitermachen. bist du wieder? Okay. Ah ja, du hast ja Ja, auch noch. das mal, dann geht sich schön aus. So, weil das ist jetzt relativ kurz. Das, was für die, also Raspberry Pi will an die Börse gehen. Und zwar, sie planen oder sie streben jetzt einen Börsengang in London an. Darauf angesprochen war die Ding sozusagen, ja, sie möchten weiter so für Schulsysteme, für die Bildung da sein, aber sie brauchen eben weiter das Geld, weil sie eine kleine Firma sein, um die Projekte vorfinanzieren zu können. Genau. Und die Investoren haben sicher extrem großes Interesse, haben, dass Raspberry Pi weiter grundsätzlich ein Projekt für Schulen und für Kinder in Entwicklungsländern oder Schwellenländern zugänglich bleibt. Also, ja. Das ist natürlich der größte Wunsch der Investoren, oder? Dass es den Kindern gut geht. Ja. Und die möglichst günstig Kleincomputer zur Verfügung gestellt kriegen. Das ist den Investoren natürlich immer eine Herzensangelegenheit. Immer. Überall, wo Investoren drin sind, denken die nur aufs Kindeswohl. Bei Nestlé zum Beispiel. Bei Ja. Samsung zum Beispiel mit den Kriegsgeräten. Kindeswohl ist das Wichtigste, auf alle Fälle. Na, mich freut es, dass Raspberry bei diesem Schritt geht. Mit dem Investorenkapital haben sie sicher noch mehr Möglichkeiten, sich noch mehr zu engagieren. Super. Passt, sie sind für mich gestorben. Ich kaufe nichts mehr von den Schweinen. Was ist denn das für eine Scheiß. Was ist das für ein Scheiß-Move, ey? Warten, noch, sie seien ja nicht an der Börse. Ja, ist mir scheißegal. Ich kauf, allein für die Überlegung kehren die eigentlich noch Strich und Faden echt angefotzt. Beim Fenster rausgeschmissen, die Raspberry Pis. Es gibt Alternativen. Punkt. Na, das ist.
Ja, ich finde es irgendwie schade, dass die den Schritt machen, weil das war eigentlich schon immer ein sehr, sehr cooles Projekt, was die gehabt haben eigentlich. Ja, sicher. Also ich finde nach wie vor, das hat einen Charme. Ja. Die machen ja auch sehr viel, die machen ja auch sehr viel am Rand. Also jetzt abgesehen von der Hardware selber, die geben Dokumente aus, Lernmaterial. Online-Kurse, kostenlose Online-Kurse für ganze Schulen, für ganze Schulklassen. Die geben Manuals aus, Anleitungen für, wie man Spiele programmiert, was Anleitungen für gewisse auf dem Raspberry Pi gut funktionierende Programmiersprachen als Einstieg. Die machen, das Hardware-Geschäft ist bei denen A-Seite, mit dem machen sie die Knädel, das ist ein gutes Geld, das machen sie, du, glaub, das wirft schon ein bisschen was ab. Und auf der Ja. anderen Seite haben sie ein bisschen das Stiftungsmäßige, sich anderweitig zu arrangieren und um eben die Technik und die Möglichkeiten und was man damit machen kann, auszugeben an die Kinder und schon früh, dass die wirklich früh damit lernen können. Also ich habe da auch viele so Manuals und so weiter durchgelesen und mir angeschaut, die sind super schön aufbereitet, wirklich super einfach erklärt für Kinder, sogar nicht für durchschnittlich, sondern für alle Altersgruppen haben die da was drin, für alle möglichen Bereiche, wo man es einsetzen kann. Da gibt es Dokumente, wie man den Raspberry Pi mit einer Kamera zusammen zu einem Bilddatenerkennung machen kann, dass der Raspberry Pi erkennt, das ist eine Katze, das ist ein Hund und so weiter, dass man den trainieren kann, all seine Sachen. Wenn die an die Börse gehen, fällt das, ist das weg. Das ist nämlich das Erste, was wegfällt. Weil Es das ist ist eine schwierig. gemeinnützige Sache und das fällt weg. Punkt. Es ist ganz schwierig zu sagen, was das für Auswirkungen hat, aber natürlich die Gefahr besteht. Das muss man so ehrlich sein. Also ja, klar. Also dass dann natürlich Investoren eher darauf bedacht sein, dass ja, was kriege ich für mein Ja, Geld? Gewinnmaximierung, Punkt. Ich steige mit dem Geld ein, ich will da Rendite haben. Ja. Das ist, das muss man leider, ja, das ist leider ein Problem, das stimmt. Sagen wir so, ja, man, du kannst Geld rein investieren, du wirst wahrscheinlich damit sogar relativ gut Geld verdienen. Aktien kaufe ich, aber keine Produkte von dem Saufverein. Aktien bin ich dabei. Sperrminorität for the win. Ah, ich glaube, so groß kann ich nicht einsteigen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, ja, aber das könnte ein bisschen schwierig werden. Also, Sperrminorität, warte mal, bei 560 Millionen Dollar. Jetzt brauchst ja, ungefähr, wenn so 140 bis 150 Mille reinsteckst, bist du dabei. Warte, ich schau mal schnell auf mein N26-Konto. Na, Oh. Oh. knapp. Blöd. Ich mein Trinkgeldbörserl ist auch noch zu wenig drin. Ja, das wird sich nicht ausgehen. Schade, schade, schade. Ja, kann man nichts machen. Wie gewonnen, so zerronnen. Okay. Gut. Es ist wieder mal ein Spiel rausgekommen. Das ist jetzt auch nur kurze Ansage. Die Community hat sich da viel erwartet. Das Spiel soll gar nicht so schlecht sein. Es ist halt also Starship Troopers ähnlicher Shooter. Keine Ahnung. Elite-Soldaten auf fremden Planeten gegen riesige Käfer. Ah, das ist halt schon Starship Troopers, ja. Es ist also ein Multiplayer-Shooter. Die haben halt auch ein Problem. Der Kopierschutz ist komplett verkackt. Ja, was haben Sie denn angestellt? Ja, es gibt Probleme und da
durch den N-Protect Game Guard, durch den Kopierschutz, gibt es momentan extrem viele Probleme. Spiel startet nicht oder stürzt ab, Verbindungen brechen ab, ja, alles Mögliche. So. Ja, also, liebe Game Developer, ja, das Problem ist aber sicher, die haben den Kopierschutz wahrscheinlich nicht einmal selber entwickelt, sondern zugekauft, oder? So sicher, so wie den UVO zum Beispiel ja auch nur zugekauft wird. Übrigens, österreichisches Unternehmen, wo es den Kopierschutz, den UVO baut. Man kauft sich wieder ein, man kauft sich da ein, es läuft die Verifizierung, der ganze Blödsinn läuft ja dann über den UVO und über die Server. Und ja, es kann gut gehen, es kann schlecht gehen. Und so wie bei N-Protect kann es halt dann in die Hose gehen. Bei den UVO ist auch schon öfter was daneben gegangen. Also ist ja nichts Neues, dass ein Kopierschutz die Spielefreude trübt. Also ich bin da, ich denke mir da echt einfach, mir wundert es echt nicht, dass Steam einfach, dass Indie-Games mittlerweile so erfolgreich auf Steam sein. Also komischerweise, die kriegen es ja hin. Ja. Ich frage mich jetzt, ehrlich gesagt, ich kenne jetzt technisch mich im Hintergrund nicht wirklich so gut aus, muss ich zugeben. Aber wenn ich das Spiel bei Steam vertreibe, ist die Kopie, die ich habe, ja ohnehin, also die Kopie, also das Spiel, das ich habe, ohnehin Account gebunden. Das heißt, ich muss eh bei Steam eingeloggt sein, dort, wo ich es gekauft habe, und das ist Account gebunden. Das gleiche ist es ja auch für die PS5. Wenn ich es im PlayStation Store kaufe, ist es in meiner Bibliothek und einem Account gebunden. Ich kann es nicht einfach nehmen und kopieren. Schwer. Ich kann bei Steam auch nicht den Ordner kopieren und sagen, du Alex, ich habe da ein neues Spiel. Haha, da, probier mal. Du wärst mit dem Ordner und mit der Exe auch nichts anfangen können. Warum brauche ich da noch einen Kopierschutz? Ja, das sind so Fragen. Kenne ich mir jetzt aber zu. Okay, du auch nicht. Okay. Aus, muss ich jetzt auch zugeben. Achso, es ist kann aber ist theoretisch sein. Entschuldigung, das ist kein Kopierschutz, das ist eine Anti-Cheat-Software. Entschuldigung, nicht Kopierschutz. Achso, ja, die Anti-Cheat-Software ist was anderes. Okay, jetzt weiß ich nicht, warum ich Kopierschutz drin gehabt habe. Ah, weil ich es Kack-Kopierschutz genannt habe. Okay. Kack-Anti-Cheat. Na, es ist so, wenn es Anti-Cheat ist. Okay, das ist wieder was anderes. Ja. Ist ja, glaube ich, generell so ein Problem im Online-Gaming. Ja. Das ist da, ja, das wird schwierig. Ja, da ist das Problem. Da ist ja die Anti-Cheat-Software auch dafür da, dass es gerade bei so PC-Shootern, dass du halt. Da wird geprüft, ob deine Eingaben wirklich deine Eingaben sind, weil als Cheat kannst du ja da Keyword-Inputs und so weiter simulieren und so weiter und so fort. Du kannst ja, glaube ich, auch in direkten Netzwerkverkehr eingreifen mit Cheat-Software, dass du die auf einmal ganz woanders befindest, um den annähernden Feind. Ja, da kannst du viel machen. Bei Anti-Cheat-Software, das ist jetzt wieder was anderes, ja. Aber trotzdem finde ich es halt problematisch, dass so zusätzliche Software das Spielerlebnis natürlich komplett zerstört. Sei es jetzt Kopierschutz oder Anti-Cheat-Software. Wobei, um nochmal zurückzukommen auf den Kopierschutz, ich habe bei Steam wohl auch schon Spiele runtergeladen, die zusätzlichen Kopierschutz gehabt haben. Wunderbar. Ja, weil Assassin's Creed habe ich bei... Achso, nein, das war bei Uplay. Oder Ubisoft Store, wie es jetzt heißt. Ubisoft, keine Ahnung. Weil Assassin's Creed hat da die Nuvo gehabt. Das ist eigentlich auch Account gebunden bei Uplay, Ubisoft. Ja, egal. Sei es wie sei, ob Kopierschutz oder Anti-Cheat-Software, man sollte das halt im Griff haben. Sonst hat man halt nur eine Durchschnittsbewertung von ausgeglichen. Ja. Das hat man dann das Problem, dass man da sagen muss, ja, dann ist man bei Steam unten durch relativ schnell. Aber gut, das ist in der modernen Gaming-Welt sowieso am PC seine eigene Kunst, weil es hat ja jeder seinen eigenen Launcher kreieren müssen und so weiter. Ja. Und nachher komischerweise dann sind echt wieder alle zu Steam hinterkommen. Ja, aber du brauchst dann trotzdem
den Epic und Ja, den Uplay Launcher, auch wenn du das Spiel bei Steam gekauft hast. das ist das Beste, was es gibt, dass du dann zwei Launcher brauchst, wo du denkst, wer kommt auf Ja. das? Also ich habe installiert, warte mal. Den Ubisoft Dingsbums. Aha, Windows hat keine, All Apps. Okay, dort sag's mal die Applikationen an. Ich verwende Windows so selten. Ich habe Steam, ich habe Good Old Games, Galaxy, ich habe Epic Games Store Ja, und dann schau und es da. den Ubisoft Connect. Ja. Der einzige, der EA fällt noch. Und das Microsoft Dingsbums fällt mir noch. Ja. Ah, und das von die Red Dead Macher da. Die haben ja einen eigenen Launcher. Ja. Schlimm. Gut. Hüpfen wir weiter. Ja. Ich glaube, den einen Link da unten mit E-Autos, ich gebe den da hoch zu Solar, weil das haben wir eh schon Ja, behandelt, glaube ich, passt. bei Okay. E-Autos. Oder wo haben wir das besprochen? War das bei deinem? Beim Es Solar, war bei bei Solar, Solar, gell? ja, das passt schon. Ja, das tue ich da oben hin, weil das haben wir jetzt Jetzt haben wir noch eigentlich. gefrühstückt, ja. Perfekt. Oder? Nein, warte mal, das habe ich jetzt da kopiert. Keine Ahnung. Das checke ich jetzt nämlich nicht gerade ganz, weil eigentlich. Command X, Command Ja, nein, er hat es mir nicht. Da war noch C. irgendwas anders anscheinend. So, passt. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Thema natürlich ja. Die Apple Vision Pro ist jetzt offiziell verfügbar in Amerika. Ich habe da jetzt eigentlich nur zwei oder drei Artikel reingeben. Einer ist from Wall Street From Wall Journal. Street Journal. From Wall Street Journal. Wer hat denn die schöneren Bilder? Die hat so. Ich finde, du musst da fast beide durchlesen oder Das anschauen. sind Also, drei. ich würde es fast. Ja, das dritte ist einfach nur eine Anwendung Ah, von. okay, passt schon. Länder, wie die das umgesetzt haben. Ich finde das vom Wall Street Journal super, weil die hat einfach mal einen kompletten Talk damit gemacht. Also die hat halt wirklich einmal die Brille für alles aufgesetzt, wirklich für Ja, alles. 24 Stunden, glaube ich, war Ja. die damit unterwegs, ja. Ja. Und das von Verge finde ich auch Ja. super, weil die gehen halt auch wirklich auf die ganzen Schwächen im Moment noch ein. Wow. Ist relativ lang, es ist ein relativ langer Artikel. Aber was man halt so feststellt, ist, dass diese Durchlässigkeit und diese Avatare sind eher ein bisschen unter den Erwartungen. Also da hat Apple mehr versprochen. Also dass dein Gegenüber die sieht, das schaut anscheinend eher creepy aus. Also halt das auf dem Display, diese Augen oder was das halt da immer sein. Auch die 3D-Avatare, die du von dir erstellen kannst, sind im Moment noch, ja, okay, eher seltsam. Gewisse andere Funktionen sind super, also dass du halt so das quasi so im Raum die bewegen kannst. Es funktioniert am meisten, bis es halt dann nochmal nicht funktioniert, was passieren kann. Was ich da ziemlich lustig gefunden habe, da waren da ein paar so Videos, wo jemand in seiner Wohnung in unterschiedlichsten Räumlichkeiten diverse Apps abgelegt hat. Am Ja, Kühlschrank zum Beispiel, genau. die Einkaufsliste, in der Kochnische, wo es zum Kochen war, das die Rezepte-App, im Wohnzimmer einen großen Fernseher, am Schreibtisch Ja, das ja, gespiegelte Mac, im gespiegelten Mac-Monitor. Das finde ich von der Idee her schon mal ziemlich fett. Also das ist schon lässig. Aber da klar, mache es ich mir halt geht. Sorgen, da muss ich mich auf die Suche begeben, wo habe ich denn die App abgelegt? Ja, Und gut, du ich kannst tue mir schon wahrscheinlich. mit Schlüssel schwer. Achso, ja, wahrscheinlich kannst du dich erinnern lassen, auch wo es ist. Ja. Aber ja, es sind halt nur, klar, es ist ein Erste-Generationen-Produkt. Ja, Wir haben es bei der Meta-Quest gesehen, wie sich die entwickelt hat. Das hat auch gedauert. es ist eine Version 1. Es Es ist ist eine Version 1.
Es ist eine Version 1, bisschen mehr wie ein Prototyp, der was jetzt draußen ist am Markt, um einfach mal zu schauen, wie wird es angenommen, was kann man, in welche Richtung kann man jetzt weitergehen. Ja, also Motion Sickness ist auch ein Thema bei den Dingen. Immer noch. Ja, Da das. hab ich eher gelesen, dass Motion Sickness kein Problem mehr sein soll. Na, das glaube ich, war da in einem von den Artikeln da drinnen. Ah, Auch. okay. Ja, das ist blöd. Ja, es ist, bleibt natürlich Ding. Es bleibt ein Display. Ja, sicher. Du kannst die Realität nicht ausblenden oder die Wirklichkeit, wie sie halt ist. Aber ich schätze das Ding nach wie vor. Ich glaube, das wird im Entertainment-Bereich, wird das wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle einnehmen. Ich weiß es nicht. Ich tue mir so schwer, das einzuschätzen. Also, ich sag, ja, ich glaube, Casey Neistat hat da ein Video gemacht, wo er einen Tag in New York umgegangen ist damit. Und er hat jetzt auch das so ähnlich gesehen, dass er halt sagt, das ist halt im Moment definitiv das schlechteste, die schlechteste Version, die Apple von dem Produkt rausgebracht hat, weil das ist halt nächstes Jahr oder dann, wenn die nächste Generation kommt, schon viel besser. Aber du kannst halt echt überall alles machen. Also du kannst dann unterwegs quasi arbeiten, ich meine, wenn man das will. Ja, das, was ich gehört habe, Monitore oder sowas kannst du quasi nur einen nehmen, der Mac-Monitor, also so Multimonitor arbeiten geht noch nicht, dafür reicht die Leistung noch nicht aus. Nein, Das nein, ist das, das. wo ich gesehen hätte, das wird, du kannst es mit Apps machen, du kannst deine Ja, genau, du kannst die Apps so in ihr hinlegen, gell? iOS, Vision OS Apps, die Ja. kannst du platzieren, aber zum Beispiel von deinem Mac, also du kannst jetzt nicht dein Mac auf zuklappend auf die Seite legen oder aufklappend auf die Seite legen und im Zug zum Beispiel auf quasi drei Displays arbeiten oder sowas. Das geht nicht. Na, aber da Noch sage ich, nicht. da Sigi, das war in den Casey Neistat, wie er hat sich die App so nebenan hingelegt und hat halt dann getippt. Im Moment kannst du natürlich auch unter Anführungszeichen kein Multitouch machen, sondern du musst mit einem Finger halt tippen auf der Tastatur, auf der Auf der digitalen. virtuellen, ja. Aber du Ja. kannst theoretisch ja auch auf dem MacBook tippen. Richtig, das Und geht das da. wird dir das MacBook Display da reinprojiziert. Du hast aber Genau. nicht die Möglichkeit, ein zweites oder ein drittes Display noch eine zu projizieren. Das ist quasi dein Mac drei Displays in die Brille Richtig. projiziert. Das geht nicht. Da hätte ich es eben gesehen, das als Arbeitsmittel. Als nicht Entertainment, sondern eher Arbeitsmittel. Ich Auf glaube, das kleinen wird. Raum mit vielen Displays arbeiten. Da habe ich halt Ich das Problem glaube, mit dem das Gewicht wird. und mit dem Licht und du willst das nicht die ganze Zeit aufhaben und du willst nicht die ganze Zeit nichts sehen und ich weiß, ich bin skeptisch. Sie werden das Beste draus Also, machen, aber was nicht. ich glaub, es wird zuerst der Entertainment-Faktor wird zuerst wahrscheinlich durchschlagen. Ich glaube einfach, Arbeit wird länger dauern. Also, ich glaube, es wird kommen, aber das wird nur dauern. Entertainment-Faktor ja, aber dann musst du auch Spiele bringen, weil Ja, Spiele ist Entertainment. ich bin mir sicher, dass da Filme, Spiele etc., da wird einiges passieren. Also, bin mal da, was ich da jetzt gesehen habe, man, ich sag, ich würde auf das wetten, wenn ich müsste. Dass das so, da wird es einmal einen großen Ja. Durchbruch haben, weil, wenn wir jetzt so uns das anschauen, beim Fernseher oder so in die Richtung, ist eigentlich nichts passiert seit Jahrzehnten. Das stimmt schon, ja. Also, das Ja, ist immer es. zwischendrin hat es mal 3D gegeben. Ja, das ist aber hat nicht wirklich Nein, nein, durchgeschlagen. hat's nicht. Deswegen gibt es ja kaum noch. Also von den her muss ich sagen, ja, da Ja. ist das, was wir da jetzt haben, schon gut. Na, eh. Eh. Es ist. Das wird einmal das. Wie gesagt, es ist einmal ein Prototyp. Die werden jetzt den Markt genau studieren und anschauen. Ui, okay. Die werden sich das jetzt einmal genau anschauen, wie und was die Möglichkeiten sind und was man machen kann. Ich finde, sie haben es ja bei iFixit haben sie einen ziemlich coolen Teardown auch noch gemacht von dem Teil und Apple.
Apple macht schon große Ingenieurskunst, das muss man schon dazu sagen. Also Platinen sind drin gebogen, haben Rundungen, die sind perfekt eingepasst in diese Brille. Du, das Ding, es sind ja keine billigen Komponenten drin. Das Ding hat schon den Das Preis, weil das, ich war, also das ist schon klar, das ist sündhaft teuer, was da drinnen steckt. Jetzt abgesehen vom Akku, da ist der Akku. Also die Platinen sind Ich meine, zugeschnitten und lustig ist. gebogen, teilweise sind sie konkav. Wo haben sie denn da die Einzelteile? Oh Gott, das ist ein elendes. Schaut mal die gebogene Platine an. Ja, das Das ist. heißt, sind die Chips wahrscheinlich auch leicht gebogen, weil wenn die Platine schon gebogen ist, ich weiß nicht, wie sie es dann gemacht haben, aber das Teil ist auf engstem Raum vollgestopft mit total angepassten Komponenten in jeder Hinsicht. Da ist auf kleinstem Raum extrem hochwertige Technik verarbeitet. Natürlich macht das auch, trägt das sehr viel auch zum Preis bei. Der 3.500 Dollar ohne Ja, Steuer ist halt eine Ansage. es hat irgendjemand, ich weiß nicht, wo das drin gestanden ist, aber der hat das auch schon schön zusammengefasst. Irgendwie hat Apple was konstruiert für ein Problem, was sie sich selber geschaffen haben, aber nur sie damit haben lösen Ja, können. genau. Also das scheint das Ding zu sein. Im Moment, ja, sagen niemals nie, versteht, das ist das. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie das iPhone angefangen hat, wie das iPad angefangen hat, Ja, ich klar. meine, das iPad, wie die Apple Watch angefangen hat, das waren halt alles Produkte, die quasi nicht da waren. Und ich schätze, bis das halt in den Massenmarkt reinkommt, da vergehen schon noch etliche Jahre. Bei der genau, Apple Watch ist eigentlich eh das perfekte Beispiel. Die haben sich gedacht, okay, wir bauen jetzt eine Uhr. Und auch da war bei der ersten Apple Watch, da war eigentlich der Weg noch nicht wirklich absehbar, was es werden soll. Ja, Da genau. war eigentlich da war der Gedanke hinter der Apple Watch, vielleicht sogar, wir machen eigentlich nur so eine Art Lifestyle-Produkt mit ein paar coolen Funktionen. Richtig, Dass das die hat. Apple Watch aber dann jetzt eigentlich die Apple Watch ist jetzt zu dem geworden, was sie sich wahrscheinlich nicht erwartet haben, sondern die Apple Watch ist ein Notification Center. Das heißt, das Phone ist den ganzen Tag auf lautlos und die Apple Watch ist dein Notification Center und die Apple Watch ist dein Fitness Buddy. Die Apple Watch kann ich eigentlich hauptsächlich sagen, ist hauptsächlich auf Sport und Gesundheit gegangen. Genau. Also das Aber da. das war am Anfang absolut nicht absehbar. Am Anfang, bei der ersten Version war das nicht, es war nicht der Weg. Es war damals schon nicht der Weg. Damals war es, wir probieren das einmal und die erste Apple Watch, da war genau das. Wir probieren das einmal und wir schauen, was machen jetzt die App-Entwickler draus mit Richtig. den Möglichkeiten, die Apple Watch bietet. Genau, du verbesserst halt laufend. Genau. Das Und ist, ich nachher meine. hat sich der Weg gezeigt, jetzt geht man Richtung Fitness. Und Richtung, die Apple Watch ist deine Zentrale für eingehende Nachrichten und ausgehende Nachrichten, sodass du dein Smartphone Ja. nicht immer zur Hand nehmen musst. Und bei der Vision Pro stellt sich für mich auch die Frage: Das ist jetzt Version 1, jetzt war es noch keiner und wahrscheinlich auch Apple nicht, in welche Richtung das es geht. Ja, Wäre ich das meine, jetzt Entertainment, wäre das sie, jetzt Filme? ich Ich meine, glaube, sie wissen es auch nicht. Die ich mein, probieren jetzt. hardwaretechnisch wissen sie, was in 3 Jahren kommt. Das schon, aber sie von Funktion, also der schon nicht falsch verstehen, das wissen sie schon. Aber was die großen Verkaufsargumente sein werden, das weiß, glaube ich, auch Apple Na, jetzt noch nicht. das ist jetzt an, jetzt wird halt damit umgespielt. Geht's Jetzt dann kannst du probieren. jetzt in Entertainment? Geht es in Richtung Spiele? Geht es vielleicht auch sogar ein bisschen Richtung Fitness? Du, es ist alles denkbar. Also es ist Geht es Richtung Automotive, keine Ahnung, eher zu Businesskunden? Geht es generell zu Selbstständigen und Business als Arbeitsplatzgerät?
Geht's Es gibt. vielleicht sogar zusätzlich noch in die Medizin? Das ist auch denkbar. Also es gibt da ein breites Feld. Eben, ja. Und ich glaube, das weiß Apple selber noch nicht, in welche Richtung das geht. Deswegen warten wir mal ab. Also die ersten zwei Versionen kann man sich getrost mal schenken und dann weiß man eh, wie es ausschaut in ein paar Jahren. Ja, das ist richtig. Gut. Oh, das wird wieder eine lange Sendung, mein Herr. Also es ist vor allem, ich meine, es ist auch der Preis natürlich im Moment halt noch etwas abschreckend. Der ist nicht nur etwas abschreckend, der ist für mich, also in meinen Augen dürfte so ein Produkt maximal 1.500 € kosten. Dann wäre es interessant. Dann würde ich vielleicht mir überlegen, okay, schauen wir mal an. Aber 4.000 Euro ist einfach, 4.000 Euro ist ein gebrauchter Kleinwagen. Ja, vor allem das ist im Moment einfach nur. Man muss sagen, wie es ist, das ist zu teuer. Zu teuer und du hast halt einfach noch nichts an Einsatz, nichts Großartiges an Einsatzmöglichkeiten, außer ein bisschen was zum Umexperimentieren und zum Umspielen. Gut, kurze Meldung für zwischendurch. AMD geht soweit gut. AMD hat momentan einen Marktanteil, einen Gesamtmarktanteil inklusive Konsolen von knapp 29% also im letzten Quartal 2023. Ohne Konsolen macht AMD ein Fünftel des x86-Prozessorenmarktes aus. Denen geht es jetzt mittlerweile wieder ganz gut. Ja, das nur so nebenbei. Da zeigt sich, dass Innovation sich dann doch wieder durchsetzt. Jetzt ist wieder Intel an der Reihe, würde ich sagen. Ja, seinen wird schon was einfallen. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Kurz-News für zwischendrin. Also ich sag so, das war ja gut, dass da irgendwann auch wieder einmal Ding aufgeholt hat, also AMD. Erstens hat's die Geschwindigkeit in den letzten Jahren extrem erhöht, also die Rechengeschwindigkeit von den x86-Prozessoren, weil Intel hat ja eigentlich nur noch Modellpflege gemacht, bevor AMD wieder erstarkt ist. Dem wirklich nur jedes Jahr halt ein Refresh oder ein bisschen mehr Kerne, ein bisschen höherer Takt, aber hätte es nichts Großartiges rausgebracht. Und die Preise waren halt teilweise unverschämt hoch, weil Intel hat einen Preis ansagen können, weil sie ja quasi keine Konkurrenz gehabt haben. Ja, natürlich, natürlich. Und ja, das ist jetzt so. Und wo AMD, das habe ich heute noch nebenbei gelesen, wo AMD auch endlich wieder ein bisschen mit die Preise ein bisschen reduzieren hat können, ist das. Nvidia bringt jetzt ist erst einmal seit vielen, vielen Jahren wieder eine Einstiegsgrafikkarte für unter 200 € raus. Das hat es bei Nvidia schon ewig nicht mehr gegeben. Also gut gemacht, AMD. Du darfst jetzt leider nicht unverschämt und böse werden. Ja, böse seid ihr sowieso, ihr seid ein Riesenkonzern, aber passt schon so, dass der Markt sich wieder ein bisschen in beiden Bereichen wieder ein bisschen ja, dass wieder ein bisschen mehr Spiel drinnen ist. Und dann mache ich gleich noch eine Kurznews, weil es eher auch nur eine kurze Erwähnung wert ist. Es gibt für dieses Jahr voraussichtlich kein Windows 12. Also Microsoft hatte eigentlich gesagt, Windows 10 ist das letzte, dann ist Windows 11 gekommen und dann haben sie gesagt, Windows 11 wird das letzte sein, aber na, vielleicht doch nicht und sie arbeiten an der Cloud, bla bla bla. Zumindest in diesem Jahr kommt kein Windows 12 außer. Okay, wieder nicht. Ja. Keine Ahnung, in was für Richtung die Reise geht. Wobei man ja sagen muss, oder das hast eh, glaube ich, du in der letzten Sendung erwähnt, dass Microsoft mit Nadella sich eh recht, hast du das erwähnt, oder? Dass die sich eh sehr gut entwickelt haben. Aber ich glaube, Windows im Generellen ist eigentlich nur noch. Ist nicht mehr die Kernkompetenz, sondern nur noch ein Vehikel,
um eigentlich die anderen Services zum Verkaufen. Ja, das ist vollkommen richtig. Eben. Also das ist diese ganzen Business-Anwendungen, diese Abos, KI und was da alles dazugehört, also das ist mittlerweile Microsoft und Gaming. Ja, genau. Also Gaming und das, also das ist, da ist Microsoft AI und Gaming sozusagen. Da kann ich. Und Business-Anwendungen. Genau. Ich finde es halt problematisch, dass die Abo-Dienste auch für Privatanwender kommen und zum Zahlen sind. Windows war halt so: man kauft es einmal und man hat da Ruhe, man macht seine Updates und braucht nichts mehr zusätzliches Zahlen. Backup geht zum Beispiel jetzt mit der Backup-App nur mit einem Microsoft Online-Konto, da muss man sich zusätzlichen Speicher kaufen und so weiter und so fort. Finde ich schwierig, ist egal, solange es sich umgehen lässt. Kein Problem. Das ist ja nicht das Ja. Problem. Also zum Beispiel, was mich, das stört mich zum Beispiel an Apple bei dem Time Machine Backup nach wie vor, dass ich keinen Cloud-Dienst integrieren kann. Ja, das geht nur mit Drittanbieter-Software, aber das ist wie so oft bei macOS, dass sich manche Kinderkrankheiten nur mit Drittanbieter-Software lösen können. Es gibt sogar Time Machine Cloud-Drittanbieter. Ja. Na, prinzipiell kannst du dir selber dein Cloud Time Machine Backup bauen. Das ist sogar Ja, das theoretisch geht, ja. möglich. Du hast halt dein Time Machine Folder irgendwo auf einem externen Server und musst halt darauf zugreifen Ich muss können, ihn wie auch quasi wie immer. eine Festplatte Ja, einbinden. genau. Geht, ist mühsam. Kann man machen. Ist mühsam, ja. Was zu Microsoft, das die News habe ich gestern oder vorgestern auch gelesen, das ist jetzt Games-Wirtschaft, keine Ahnung, wer das ist. Microsoft wird auch die, oder kann möglicherweise auch einen Strategiewechsel machen, was ihre Spiele angeht, weil Microsoft ist ja, hast du eh gerade gesagt, machen Spiele. Erstens mal machen sie Konsolen und zweitens gehören Microsoft mittlerweile sehr viele der großen und namhaften Spielebuden. Ja. Ja, Bethesda ist nicht so schlecht und möglicherweise könnte das aber auch kippen, dass, also intern kippen, dass die eigene Entwicklung, die eigenen Spiele Exklusivtitel für Windows und für Xbox sein, sondern dass es auch auf andere Plattformen kommen könnte, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Den gleichen Gedankengang hat ja mittlerweile auch Sony, die ja dann und wann schon einmal ein Spiel auch auf dem PC bringen. Ja, also ich glaube, das. Ich meine, sie werden es nicht freiwillig machen, sagen wir mal so, das hat schon Gründe. Ich glaube nicht, dass die EU sagt, ihr müsst die Spiele auf allen Plattformen zur Verfügung stellen. Nein, nicht das, ich glaube, das hat einfach finanzielle Gründe. Sicher, weil du entwickelst ein Spiel einmal, tust es für die andere Plattform A, B, C anpassen und machst halt mehr Knädel damit. Fertig. Ja, das Problem wird einfach zunehmend, das werden. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mir als Beispiel her, ich habe mir meine PlayStation 5 gekauft vor ein paar Jahren. Das war noch in der Pandemie. Und ich habe da bisher, wie viele Spiele habe ich denn da drauf gespielt? Ja, viel waren es nicht. Also, wenn das, also das waren keine 10 Spiele, die für die PS5 waren. Und für das muss ich eigentlich sagen, habe ich zu viel gezahlt. Okay, verstehe. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, wo man sagen muss, ich verstehe auch, weil um 500 Euro, seien wir jetzt auch ganz ehrlich, da kann ich mir schon einen Gaming-PC zusammenbauen. Du kannst da zumindest einen zusammenbauen, der rechenleistungsmäßig auf PlayStation 5 und Xbox Niveau ist, ja. Sagen wir mal so, es ist mir ja persönlich wurscht, wenn ich Full HD spielen kann, bin ich ja glücklich Ja, schon. okay, ja, stimmt. Das Also geht. 4K-Gaming ist sowieso, ja, seien wir es ehrlich, ja, geht, vergiss es. Das Ist geht nicht. sündhaft Ja, teuer. ja. Ist sündhaft teuer und selbst am Fernseher mit der PS5, ja, ich habe keinen 4K-Fernseher, das ist das Nächste. Ich habe einen 4K-Fernseher und spiele auf den in Full HD, weil ich ehrlich gesagt auch mit Brille
kein Unterschied sieht. So, ja, da fängt es halt an. Ja. Ist ja dann noch wurscht, wenn jemand einen Unterschied sieht, ist ja okay, dann soll er es gerne in 4K Ja, eh, spielen, ist eh. kein Thema. Nur, jetzt ist halt das, wenn ich denke, um 500 Euro baue ich mir diesen Gaming-PC zusammen. Ich muss wahrscheinlich eine gebrauchte Grafikkarte kaufen im Moment, das ist halt so. Meine hat 250 gekostet, ja. Ja, okay, ja, es wird halt dann schon knapp, Es dann wird brauchst du noch einen knapp, es wird Prozess. knapp. Ja, aber Ja. es geht, knapp wird es sich ausgehen. Ein bisschen drüber vielleicht, Ja, ja. sagen wir so, wenn vielleicht ein, zwei Teile gebraucht kaufst, bist du wahrscheinlich dabei. Ja. Und sagst, du planst ein bisschen Zeit ein, bis du das gefunden hast. So, dann sagst du, um 500 Euro baue ich einen Gaming-PC zusammen. Auf den Gaming-PC kann ich Steam installieren, ich kann alles installieren, bis halt auf ein paar Sony-Exklusivtitel und Nintendo-Spiele. Ja. So. Damit decke ich eigentlich das ganze Spektrum viel besser ab als mit einer PlayStation. Genau. Und das ist halt so schwierig eben an die Konsolen und vor allem mit diesen Exklusivtiteln. Da sei Nintendo besonders erwähnt. Ja, und nachher. Nintendo, glaube ich, hat da die wenigsten Schmerzen mit der Ja, Exklusivität. Nintendo hat überhaupt kein Problem, Leitgeld abzuwerben. Das Na, machen die lieben gern. die haben absolut kein Problem damit. Nintendo-Spiele gibt es nur für Nintendo Hardware und Punkt. Vor allem, du kaufst sie auch auf jeder Konsole. Nein. Ja. Das ist fix. Nein, nein, deswegen, also, wird gut sein, dass das passiert, dass Microsoft sich da öffnet. Das heißt ja nicht, dass das Spiel beim Launch auf beiden Systemen, auf allen Na Systemen, gleich. werden sie ja nicht. Das wird ein Gap geben dazwischen, so wie Sony auch macht, aber Sony wird halt auch immer mehr, weil Sony hat ja auch genau das Gleiche. Sagen wir so, hardwaremäßig sind Xbox und PlayStation nahezu ident, bis auf den komischen Ja, das ist Speicher, auf okay. den zusätzlichen Speicher, den Mischmaspeicher, den die PlayStation verwendet, und die Xbox ist Ja, ein bisschen ja. höher getaktet. Prinzipiell ist es das Gleiche. Das heißt, die entwickeln das Spiel einmal und für andere Plattformen wird es nur ein bisschen angepasst. Punkt. Ja, noch mehr Geld. Punkt. So kann man Es halt ist auf beiden Seiten ja. verdienen. Es ist okay. Ich meine, in Summe, ja, es bleibt einfach, was es ist. Und wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Von Windows 12, ah, okay, Ja. gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, nachher noch was. Und zwar, die EU hat ja Apple dazu verdonnert, dass sie ihren Apple Store öffnen müssen. Öffnen. Aber Apple hat das eigentlich, sagen wir mal so, die haben das relativ gut umschifft. Die haben das gesetzlich Mögliche unternommen, um so wenig wie möglich offen zu werden und abdrucken zu müssen. Ja, genau. Nein, es ist eigentlich das, die verdienen jetzt sogar teilweise mehr Geld Ja. damit von größeren Entwicklern, weil das wird dann ab einer gewissen Downloadzahl, wird es noch Downloads berechnet, was du zahlen müsstest. Ah, und auch für kostenlose Apps. Das heißt, keine Ja, Ahnung, natürlich. wir bauen unseren eigenen Techtelmechtel-Podcast-Player. Wir werden wieder erwarten, extrem bekannt und verk. Ah, wir werden 1 Million Downloads und mehr zusammenkriegen. Ja, ist die Grenze 1 Million oder 100.000 Ah, Downloads? 1 Million Genau, Downloads. und auf einmal haben wir 1,2 Millionen Downloads mit unserer Gratis-App. Müssen wir 100.000 Dollar an Apple abdrucken, weil pro Download über 1 Million zahlst du Richtig. 50 Cent. Richtig. Ja, es ist so, die EU hat sich jetzt so nicht dazu geäußert, Ja, weil sie die haben werden jetzt. sich das jetzt mal ganz genau anschauen, ja. Weil da glaube ich finde das relativ spannend, weil ja, jetzt ist es zwar geöffnet, okay, aber das gilt ja eben auch für den Drittanbieter App Store dann. Da gibt es ja auch noch was. Also Apple will also take 17% Commission from the developers who choose to use a third-party payment processor. Ah, okay. Aha,
Bezahldienstleister auch nochmal 17% mitschneiden, wenn er extern Ja. angebunden wird. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was ich da, ich weiß nicht, was ich generell von der Gesetzgebung der Lex Apple, Lex App Store halten soll. Es Ja, eigentlich sozusagen mit dem Ding, wenn du da umsteigst und erfolgreich warst, bist du im Third-Party-App-Store, steigst du wahrscheinlich sogar schlechter aus. ja. Also, ich meine jetzt klar, natürlich als kleiner Anbieter kannst du in einen Third-Party-App-Store gehen und du wirst nichts bezahlen. Ja. Also, okay, für das ist es jetzt geöffnet. Nur halt, das Problem ist, ich bin ja auch gespannt. Also da steht sogar for each annual app install. Aber ist das jetzt kumuliert die Million oder resettet sich das jedes Jahr? Nein, nein. Die ist kumuliert und zwar auch, wenn du dein iPhone zurücksetzt und die App nachher wieder runterladest, wird die Ja, als eben, das ist. zusätzlich wieder gezählt. Ja, Der wird, das es heißt, resettet sich nie. das ist dann relativ witzig, weil das könnte bei manchen dann schon echt zum Problem werden. Ja. Der App funktioniert nicht mehr. Der App-Anbieter empfiehlt dir zu deinstallieren und neu zu installieren. Zack, hieß es ein Download mehr. Zum Beispiel, ja, also das ist irgendwie, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die EU sich so eine Reaktion Na, erwartet hat. aber ich weiß nicht. Mir fällt jetzt kein Vergleich aus dem Alltag ein, aber das ist, es wird ja, das ist, als würde ein Bauer, der Hendeln hat und Eier hat und Erdäpfel hat und Brot macht, als würde der reingehen beim Interspar und sagen: Ich mache jetzt da hinten mein Standl auf und verkaufe das Zeug. Im Interspar. Hinten in der Lebensmittelabteilung. Das gibt es ja auch nicht. Der Interspar muss sich ja auch nicht Drittanbieter-Stores öffnen. Was? Apple wird quasi jetzt von der Ja. EU gezwungen, sie müssen sich Naja. andere Stores sollen auch auf diesem Gerät verfügbar gemacht werden, um Eier und Händel zu verkaufen. Naja. Der Punkt ist ja das, du musst ja eins verstehen, Apple hat ein sehr, sehr dominantes System da. Du kommst ja quasi Android und iOS nicht aus, egal was du machen Ja, willst. Es ist das unmöglich. stimmt. Es ist de facto ein Monopol. Ja. Zum Interspar muss sie nicht gehen. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt eine Software anbieten will, die auf ein Smartphone installiert werden soll, kann ich bei Android zumindest den Umweg gehen und das einfach aus dem Internet runterladen. Stimmt. Das geht bei Apple nicht, Das weil das stimmt. Problem, Ja, der Vergleich war nicht gut, ja. eigentlich wären wir dann wieder in der Zeit, wo es damals war, als Microsoft mit Windows so dominant war und du keine Alternative gehabt hast. Weil da hat dir Microsoft ja so manche Dinge reingedrückt. Ja, aber Microsoft hat es dir nie verboten, einen anderen Browser zu installieren. Ja, sie haben es da halt sehr schwer gemacht. Internet Explorer öffnen, Firefox.com, Ja, aber Download verstehst du, installieren. Also sonst halt, du. Netscape Navigator oder keine Ahnung, was das Ja. damals war. Aber was dann passiert wäre, wenn das halt sich so Nein, weiterentwickelt stimmt hätte, schon. irgendwann wäre Microsoft schon auf die Idee gekommen, dass sie sagen: Naja, wenn du was anderes als Internet Explorer haben willst, Ja. das kann man nicht zulassen, das geht nicht. Ja, das stimmt schon. Aber Also du musst schon einsehen, also eigentlich für die ist es ja sogar ein Vorteil als Kunde. na ich würde mir halt, Alter, jetzt ist das Nächste, die Apps, die man sich über Drittanbieter-Apps overloadet, die werden trotzdem noch von Apple geprüft, gell? Das ist, glaube ich, in dem Ja. Artikel eh erwähnt. Das heißt, Apple macht auch die Prüfung darüber, ob die
Kacke sind, Malware enthalten oder gegen irgendwelche Bedingungen verstoßen oder nicht. Das ist keine Ahnung, wie sich die das noch zwischen den Drittanbieter-Apps noch App-Stores ausmachen. Und was ich aber sagen muss, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Drittanbieter-Store nutzen würde. Weil der Grund, warum ich ja, also jetzt nicht nur wegen der Bedienung und wegen der Hardware, die einfach funktioniert, sondern der Aspekt, den ich halt auch bei die Apple, zumindest bei iPhone und iPad habe, am MacBook kann ich installieren, ja, was ich will. Das macht mir ja keiner eine Vorgaben. Aber am iPad und am iPhone, das ist halt das Gefühl, dass es zumindest doch ein bisschen sicherer ist als bei Android. Naja, aber jetzt muss ich zum Beispiel eins sagen, was mir am iPhone, das geht mir wahnsinnig auf den Wecker, ist, ich bin immer an das Safari-Kit Ein gebunden. Webkit, Egal ja, welchen Webkit, Browser ich ja, installiere. das stimmt. Ja, Webkit, das heißt Webkit, Ja. stimmt. Ich bin immer an das gebunden. Ich würde mich echt freuen, einfach meinen Brave-Browser in einen Drittparty-Store auszuwählen und zu Aber das muss installieren. ich nicht mehr machen. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, weil du kannst jetzt Firefox, Chrome und Brave direkt overloaden und die nutzen ihre eigenen Engines. Die kriegst du jetzt halt direkt im App Store. Du brauchst jetzt keinen. Ah, Das ist der. das geht Das haben mittlerweile. sie in der EU, geht das jetzt mittlerweile. Also die Browser, also ein Browser, den du overloadest, ist nicht mehr auf die WebKit-Engine gebunden, sondern bringt seine eigene mit. Es laut, da habe ich einen Bericht gelesen von Firefox, vom Vorstand oder sowas. Apple macht es ihnen doch ein bisschen schwer, weil sie gewisse Vorgaben erfüllen müssen. Aber das ist möglich. Also es soll in Zukunft möglich sein, auch über einen App Store Brave, Chrome und Firefox und was auch immer runterzuladen. Und die bringen ihre eigenen Engines mit. Das kommt aber erst. Das heißt, jetzt geht das noch nicht. Genko, Apple, App Store, ich glaube. Also, Cayman tut es jetzt erst einmal mit 17.4. Ah, okay, das dauert noch ein bisschen, Ja, ja. 17.4, der ist, glaube ich, gerade Public Beta. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, in einem Monat ungefähr wird es kommen und Firefox, ich glaube, Firefox iOS. Bla bla bla, da steht noch nix. Firefox, Apple, iOS, da irgendwo war da News. Also Apple zeigt jetzt auch an, also ab 17.4 soll es ja die Möglichkeit geben, dass Apple so wie bei Windows sagt, okay, du kannst den Browser nutzen oder einen alternativen Overladen. Und der hat gesagt, warte mal, we are still in with Apple's proposed plan to restrict the newly announced browser engine kit to EU-specific apps. The effects. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da konkreter Grund war, aber auf irgendeine Art und Weise macht es Apple ihnen schwer. Ja, das würde mich überraschen, wenn es anders wäre. Das hat sich sogar gereimt. Genau, ja. Die haben, genau. Apple wants Browser Vendors to have a certain level of Web Standards Support, also sie müssen gewisse Web Standards unterstützen. Ja. Sie müssen auf Security-Probleme und schnell reagieren, was eh gut ist. Und es gibt eine Limitierung bei Location-Zugriff zum Beispiel. Und you are not allowed to sync cookies and state between the browser and any other apps. Even other apps of the developer. Das heißt, der wird wirklich nur in einer Sandbox laufen und du
der Browser kann nicht auf andere installierte Apps oder irgendwas in irgendeiner Art und Weise zugreifen. Also Apple macht es ihnen schwer, aber es wird kommen. Also du wärst oder ein Brave dann wahrscheinlich... Sagen wir so, das wäre mir dann schon genug, weil ich muss den Browser, oder ich will den Browser ja dann nur verwenden, um einfach werbefrei durchs Internet zu surfen. Ja, eben. Das. Also es ist mir wurscht, ich brauche den mit nichts anderes verbinden, sonst irgendwas. Das ist mir alles Blunzen. Weil von mir aus gehe ich den Umweg auch, dass ich mal Links über Telegram schicke unter Saved Messages und fertig. Ja. Also das stört mich jetzt weniger, weil ich verwende die Safari-Funktion, dass ich mir das direkt an den Mac schicke, eh fast nie. Ja, die verwende ich auch. Die verwende ich häufiger. Nein, ich verwende sie deshalb nicht, weil sie langsamer ist als das über Telegram. Ah, okay. Na, das funktioniert bei mir sang- und klanglos. Es funktioniert schon, leist dauert man so. Ich muss nicht einmal was umschicken, sondern ich sehe jeweils am Mac und am iOS die offenen Tabs. Habe ich nicht, weil ich verwende Safari nicht. Ja, okay, ja, Mac. Ja, okay, ja, dann ist es natürlich anders. Ja, okay, das verstehe ich. Also Safari ist mir einfach, das wird nicht mein Browser am PC oder Laptop oder Mac werden. Okay, ja, ist Geschmackssache. Ich habe absolut nichts bei Safari, worüber ich mich großartig beschweren könnte. Ich fange nicht an. Eben, lass mal's. Machst du weiter? Ja. Ich habe nur ein Gadget. Ja, ich habe etwas für Leute, die sozusagen sehr, sehr ein sicheres OS haben wollen für PC. Das ist Cubes OS. Mhm. Cubes OS lässt eigentlich alles in einer Sandbox laufen. Also egal, was du da machst, es läuft wirklich alles in einer separaten Sandbox, was auf nichts Zugriff hat. Also so der Ansatz ist so, jede Software hat Fehler, deshalb lassen wir sie sozusagen auf nichts wirklich, also es läuft alles in einer Sandbox. Aha. Ah, okay. Okay. Also, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja. Durchaus Nachteile, aber wenn man sicher sein will, ist es gut. Ja. Die Nachteile sind halt die Performance, weil Sandbox bedeutet halt, dass direkten... Ja, ja, es ist alles quasi Zug, alles separat virtualisiert. Kein gemeinsamer Kernel-Zugriff, nicht hardware-nah ist oder nicht wirklich hardware-nah. Ja, na, warum nicht? Ich werde mir das sogar mal anschauen. Ja, das klingt eigentlich gut. Also, Edward Snowden and Fields. Echt? Mhm. Mhm. Nein, ist ein cooler, ist eigentlich gut. Ich hätte mir gedacht, sowas gibt es schon. Aber ja, okay. Dann noch was anderes Kurzes, was ich ganz nett finde, das gibt es noch nicht. Ich habe mir mal auf die Warteliste einschreiben lassen. Das heißt Beeper und all deine ganzen Chat-Apps in einer App. Also von iMessage, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Signal, also alles, was da so vorstellt. Das haben wir schon einmal gehabt. Haben wir das gehabt? Ja, yep. Das waren die gesagt haben, sie haben iMessage geknackt. Achso, das, das glaube ich, ist es. Was soll ich noch schauen? Ich habe mir mal auf die Warteliste einschreiben. Ja, das sind die, was gesagt haben, sie haben iMessage geknackt. Haben es dann. Ja, ja, über einen Server laufen lassen. Naja, das war die erste ja. Idee damals. Dann haben sie wirklich, ja. Haben, also auf, quasi auf einem virtuellen Mac irgendwo im Netzwerk. Ja.
was quasi unsicherste Variante ist. Und dann haben sie gesagt, sie haben das Protokoll geknackt und die Authentifizierung, aber da hat Apple schon gegengesteuert und nee, Ja, gibt's also nicht mehr. das wäre mir sogar ehrlich gesagt wurscht. Mir würde es eher um die ganzen anderen Apps gehen, also wie WhatsApp, Telegram, die ganzen Geschichten, dass die ja mal alles in einer Ding drin wären. Will ich nicht haben. Wohl möchte ich es einen Grund haben, weil im Moment habe ich das Problem, ich brauche einen Facebook Messenger, dann brauche ich Telegram, dann brauche ich WhatsApp. Ja. Und? Und ja, ich brauche für jeden Scheiß eine eigene App. Ja. Aber wie glaubst du, wird das Beeper machen? Das will ich eben raus, das will ich rausfinden. Also sowas wie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kannst du da, glaube ich, nachher auf den Hut stecken. Weil es wird alles andere als sichere Das. Kommunikation sein. Wenn dir das wurscht ist, dann okay. Ich will aber kein Signal mit Beeper machen. Ja, Bei Telegram Signal. ist eh wurscht, aber Ja, eben. Was. Also Telegram. Signal verwende ich, das brauche ich höchst selten. Also das ist mir sogar wurscht. Ja. Und auch ehrlich gesagt, WhatsApp will ich auch nicht drüber laufen lassen. Aber, wart mal ein bisschen ab. Da hat die EU ihren nächsten Pfeil im Köcher, nämlich Richtig. die Messenger-Interoperabilität. Ja. Und wenn die kommt, dann wird es interessant, weil dann könnte es mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann hoffentlich auch sauber funktionieren. Richtig, das wäre dann das, wo ich sage, dann ist eine App, wo ich alles Ja, drinnen hätte ist gut. und das wäre mir einfach wurscht. Also, weil dann hört der Schwachsinn einmal auf. Ich hab früher, ganz, ganz früher zu ICQ, AIM-Zeiten und was hat es denn noch alles gegeben, die App, das Programm am PC verwendet, Trillion. Da hast du wirklich mehrere Messenger Ja, damals bündeln können. damals war aber End-to-End-Verschlüsselung auch noch, gell? Ja, damals. Also. Damals war sowas nicht so wichtig, aber mittlerweile habe ich halt. Wenn es da ist, will ich es nutzen. Sag mal so. Ja, wie schon gesagt, also das, ich verstehe ja, ist jetzt nicht das, dass ich da dagegen bin, ich mag schon auch. Du machst deine Steuererklärung auch nicht auf einer Postkarte. Und schickst es an, Puh, und schickst es ans Finanzamt. das war mal wurscht. Also da denke ich mal, boah, ja, okay. Also da bin ich schmerzbefreit. Okay, passt. Also ich denke mal so, wenn ich mal denke, wer auf meine Steuererklärung alles Zugriff hat, da denke ich mal, warum haben die da Zugriff drauf? Okay, ja. Also ich möchte gleich so ein Ding an, also ich finde zum Beispiel super. Der Tourismusverband in Tirol kann meine Steuererklärung, nicht der Tourismusverband, jawohl, die Tourismus ist es der Oberverband, der was dir da den Tourismusverband vorschreibt, den Die Beitrag. Tourismusabgabe. Ja, die Tourismusabgabe, ich weiß nicht, wie die Behörde heißt. Ist keine Behörde, ist ein Verein oder keine Ahnung, wie Ja, das ist, ein Verband. ist halt irgend, ich glaube, das ja, ist halt irgendwo in Tirol angesiedelt. Die haben Zugriff auf meine Steuererklärung, also von denen her. Das Land Kärnten hat scheinbar keinen Zugriff auf meine Steuerinformationen, weil ich habe unlängst eine Vorschreibung gekriegt für einen Kärntner Tourismusverband. Ich möge doch melden meinen Umsatz und meinen Gewinn für das Geschäftsjahr 2022. Das ist ein Jahr, nachdem ich mein Geschäft eigentlich beendet gehabt Ja. habe. Na, es ist das Witzige ist ja das bei der Tourismusabgabe in Tirol, die wissen dein Umsatz und dann musst du seinen rausrechnen, was denn nicht da drunter Ja, fällt. genau, weil es muss ja tourismusbezogen sein, gell, oder so, Ja, sowas. also das heißt, du kannst das dann, wo ich mir denke, ja, okay. Also das muss ich nicht verstehen. Wenn sie eh schon mein Ding sägen, dann werden sie wohl das auch noch Naja, aber abzwacken. Sie wissen ja nicht, was für Umsatz war ja jetzt Tourismus, oder was für Teil vom Umsatz war tourismusbezogen. Oder geht das in Tirol auf den Na, das geht. generellen Na, Umsatz?
Nein, es geht ja so, in Tirol ist es so, es geht alle außer tirolischen Umsätze, kannst du rausnehmen. Okay, das können sie nicht Ja, wissen, eben, mache ja, ich ihnen keinen genau, Vorwurf. außertirolisch. Mein Gott, das ist ein super Aber Name. was, ja, es ist absurd. Also, es ist super lustig. Also, ich meine, solange man kleiner ist, hat man ja ist man ja pauschaliert. Das heißt, das ist dann, da ist relativ wurscht, da sagt ja dann keiner was, Ja. aber. Ja, das ist halt der Spaß des Lebens. Also von den her, da. Ja. Und wie schon gesagt, Telegram ist ja per se, wenn du normal mit jemand schreibst, auch nicht Nein, nein, verschlüsselt. eh, eh, eh. Ich sage Also da musst du wirklich einen. ja, deswegen habe ich Telegram ja ausgenommen. Also Ja, ja, ist da. jetzt auch nicht so, aber Signal ist halt. Weil da müsstest du ja wirklich einen privaten Chat starten, also einen geheimen Chat Ja, starten. genau. Und der geht nachher auch nur, ist an ein Device gebunden. Der ist nachher auch nicht etwas, was du nachher über die App auf allen Geräten gesynkt hast. Richtig, vor allem den kannst du dann eh gleich selbst löschend Ja. einstellen. Aber Signal ist zum Beispiel halt was anderes. Das ist halt sehr auf End-zu-End-Verschlüsselung und Ja. Datenschutz. Das ist wirklich dahingehend vollkommen optimiert. Also. Und Threema zum Beispiel auch. Genau. Gut. Dann mache ich gleich noch weiter. Weil wir davor schon mal SSD gehabt haben, jetzt Samsung hat eine neue SSD, die SSD 9900 Evo. Die ist 990 Evo. speziell 990, danke. Hat er das Ja, nein. Chat-GTP gar nicht gesagt? Na, ich habe jetzt wahrscheinlich die Lienzer Postleitzahl gesagt. Das war eher 99,1. das. 99,00. Ja. Also die ist jetzt sozusagen für Everyday Gaming, also für kreative Arbeitsflüsse und Business-Anwendungen. Ist relativ performant, das Ding. Es ist ein Also M2, gell? M2 ja, es SSD, ja. hat jetzt sozusagen 5000 also Megabytes pro Sekunde lesen Ja. und 4200 schreiben. Okay. Und sie ist 70% effizienter als der Vorgänger, die 970 Evo. Okay. Also es hat da das moderne Standby, also das hat jetzt, du kannst, es ist sofort ein- und ausgeschalten. Also Warte mal ganz kurz. ja. Was hat die 5000 Megabyte pro, also 5 Gigabyte pro Sekunde schreiben? Ja, also 5000 Megabyte schreiben, ja, und 4200 schreiben und 5000 1200 lesen. lesen, ja. Warte mal ganz kurz. Ja. Ja, ist gut, ja. Ist gut. Ah, na, na, Die na, na, ja. Ey, Tesla gerade MacBook. Wie viel hast du? Ja, warte mal. Bei Wo testest du das gerade? MacBook. Im Na, Festplattendienstprogramm? Blackmagic Disk Speed Test. Ah, okay. Ja. Bei Ich habe 4,6 Schreiben. Also 4600 Megabyte pro Sekunde schreiben Ja. und Ja. 5300 lesen. Ja, du musst aber eins bedenken, deine ist direkt auf die Ja, Platine drauf ich gelötet. war schon, ja. Und das ist halt eine, die du Ja, reinsteckst. eben, die läuft über PCI Express, also Ja. die, da hängt halt noch was zwischendrin, aber das ist nicht schlecht, Ja, ja. ja. Das ist schon ganz ordentlich. Ja. Also vor allem natürlich, man muss den Preis abbedenken. Das ist jetzt das 1 TB-Modell, kostet 125 Dollar und die 2 TB-Variante 209 Dollar Ja. oder 299 oder 210. Ja, Jetzt. ist ein nettes Stück, ist eine nette SSD für einen Rechner. Ja, jetzt mache ich gerade mit, jetzt mache ich es gerade bei Blackmagic mit einem 1 GB-File und komme auf 6,5 Gigabyte pro Sekunde beim Schreiben und 5,5 Gigabyte pro Sekunde beim Lesen.
Ja, das ist nicht so schlecht. Ja, aber das klingt nachher nicht schlecht für PCI Express angebundene SSD. Also das ist schon wow. Ja. Nicht schlecht. Was hat man denn so bei den rotierenden Festplatten zusammengebracht? Ich glaube so im Idealfall bei großen Dateien 120, 130 Megabyte pro Sekunde beim Das Schreiben. ist, du, also ich habe ja noch da, ich habe ja als Backup-Lösung, ich habe ja da, warte mal, ich habe so ein Dock, wo eine Festplatte drin steckt. Und ich glaube, ich habe da, warte mal, ein Western WD-RED Digital. drin, ein Western Ja. Digital RED drinnen. Und du merkst halt schon, wenn da das erste, wie ich da das erste Backup gemacht habe, boah, das dauert lang. Es war halt das, ich habe die aus einem alten Produkt raus, was halt auch von Western Digital war, aber was dann einfach irgendwann den Geist aufgegeben hat. Und die haben jetzt gedacht, naja, ich will die Festplatte jetzt aber nicht wegschmeißen. Ja, ist voll legitim. Kannst du an so einen Sockel, Ja, wo es reinsteckt, schon fertig? ich meine, ich, Oder es Gehäuse? ist zum Glück, ich hab einen Sockel, der auch ein Ding ist, also da könnt ihr auch 2,5 SSD reinstecken, 2,5 Zoll, das wird dann das nächste werden. Also da wird dann sicher so ein SSD reinkommen, weil es ist schon brutal, wie langsam die sein. Ja, aber Aber da hast du halt auch noch, da hast du halt zusätzlich noch die als Limitierung USB. natürlich, da kommt USB dazu, ist zwar schon 3.0, glaube ich. Ja, ist halt auch nicht schnell. Es Na, ist. ist nicht schnell, aber da hast natürlich, Braucht man schon 3.1 oder 3.2. Und aber ja. man muss halt auch sagen, das Ding ist halt mittlerweile, die Festplatte ist halt gute 8, 9 Jahre Ja. alt und sie hat keinen einzigen Fehler. Ja, na, ist eh cool. Und bei großen Dateien ist er flott. Wenn du noch ganz viel kleine Dateien hast, dann bricht es halt ein. Also dann wird es halt. Ja, das ist halt Aber das, wo ich das sage, hast bei ja. den SSDs auch das Problem. Also bei kleinen Dateien, das hast du dann überall. Ja, cool. Der hört sich gut an. Ich traue mir jetzt leider nicht Gut. live beim PC an Speedtest zu machen, weil ich habe da auch Samsung M3, M2 SSD drin. Mache ich aber nicht. Du, mach einfach. Mach einfach. Na, mache ich nicht. Mach einfach. Nein, ich nehme da Mach gerade auf am einfach. PC. Na, hör auf. Ja, mach einfach. Du darfst da keine Angst haben. Nächstes. Jetzt bin ich. Jetzt Ich du. weiß eh, dass du die Stimme im Kopf hast, die dir sagt, druck drauf. Na, ich hab kuscht. Ich hab Stimmen im Kopf, aber die sagen nicht das. Achso, okay, weil das wäre bei mir, dass ich jetzt schon draufgedruckt hätte, Ja. wahrscheinlich. Nein, ich habe Stimmen im Kopf, aber die sagen ganz andere Sachen. Gut. So. Ich glaube, ich muss dir den jetzt anders reinstellen, den Link, weil sonst kannst du den wahrscheinlich gar nicht lesen. Na, warte mal, tun wir es so. Das ist jetzt, der Link ist für die da untere. Okay, gut. Und zwar, da geht es jetzt nur, also, ja, ich glaube, wir lesen ihn jetzt nicht vor, aber es gibt jetzt so, haben wir das da in der letzten Episode drin gehabt? Es gibt ja jetzt so ein Startup, das Perplexity sich nennt und das sozusagen ein Replacement für Google werden will. Ja, na, das. Mir sagt schon was, aber wir haben es, glaube ich, nicht gehabt, ne? Ja, du kannst schon mal einfach gehen mal auf Perplexity. AI. Na, super Perplexity AI, Anna. AT, ja. Ah, okay. Ja. Und der macht halt jetzt das, ich meine, Google entwickelt sich ja in die Richtung, Englisch oder deshalb ist Deutsch? es, was du willst. Nimm Englisch, wahrscheinlich ist das besser. Und zum Beispiel bei mir hat er da jetzt vorgeschlagen, wie ich es aufgemacht habe. Da unten ist zum Beispiel gestanden, how to get rid of a cold. Und dann fragt er die, okay, welche Symptome hast du? Und dann fasst er das sozusagen in der Suche
danach so die Dinge halt zusammen. Also das heißt, er sucht sich im Web die passenden Antworten zusammen, schreibt er dann auch oben die Quellen hin und fasst er daraus eine Antwort zusammen. Okay, das ist gut. Das ist. Das, also in das, da entwickelt sich auch Google hin. Also wenn du dieses Featured Snippet oben kennst, Ja. das heißt, dieser Bereich, wo immer die wichtigste Antwort gestanden ist, Google will das jetzt auch so machen, dass du dann so diese Quellen hast und daraus fassen sie da die beste Antwort zusammen. Das da. Ja, das ist der Wikipedia-Auszug. Ah, okay, Genau. oben das ist das Snippet, ja, okay. Wo sie da einfach die Zum Daten so Beispiel, liefern, ja. gib mal das jetzt ein. Was? How to get rid of a cold. Bei Google? Na, bei Perplexity. Jetzt sollte er die eigentlich fragen, sozusagen, welche Symptome du hast, oder? Frage nicht. Ah, okay, weil mir hat das zum Beispiel, ich habe das als Feature angeklickt bekommen, so, what specific aspects of the cold are you looking to address? Symptoms relief or faster recovery? Ja, und nachher dann wird es halt so verfeinert immer. Was denn? Was hast du denn Wer gesucht? ist Clemens Kleinlacher? Clemens Kleinlacher is a private individual with a presence on various online platforms. He appears to be active on Snapchat, when blah blah blah. Additionally, he maintains a blog where he writes about hiking and is also involved in photography and scanning index and product management. Okay. Furthermore, he has experience in production project management, but particularly in the areas of prepress digital software and includes professional services. Ja, der hat jetzt die ganzen Informationen, LinkedIn, Snapchat, Website und alles gemercht und ausgeben. Ich bin jetzt ein bisschen beeindruckt, wie schnell das gegangen ist. Ganz ein bisschen beeindruckt, wie schnell es gegangen ist, inklusive wirklich alles Bilder, die mit meinem Bereich zu tun haben. Ja. Das Bild ist alt, das muss ich mal austauschen, da habe ich noch Haar. Okay, das war jetzt überraschend schnell. Gell? Okay. Was mir da wichtig ist, dass es die Sourcen angibt und nicht so wie ChatGPT einfach irgendwas ausspuckt, weil das ist das, wovor ich mir am meisten Sorgen mache, mit dem AI zeigt, dass die Leute Informationen kriegen und Richtig, nicht nachschauen können. du könntest aber ChatGPT ja GPT, sagen, nenn mir GPT, dein GPT. ja, das ist wurscht. Du kannst ja sagen, bitte gib mir deine Quellen. Sagt man natürlich auch gleich, wo ich wohne. Okay. Es. Ja, das ist äußerst beeindruckend. Ja, also das. Du kannst ja bei Google drauf einstellen, wer da in die Ja. Richtung geht. Ich hoffe halt, dass sie ihre Quellen sauber weiter angeben und dass Leute auch diese nutzen, so wie man Google jetzt nutzt. Und zwar, indem man das da hingeht. Ich glaube, bei spezifischen Fragen ist das eh nicht schlecht, wenn es direkt ausgeben wird, aber ich will einfach. Ich mache mir extrem große Sorgen, dass die Menschen einfach noch an das, was da ausgeben wird, für wahrnehmen. Das ist ja jetzt dann schon, ich meine, Google will das ja, Google will ja rein von der Logik her, was hat Google für ein Interesse daran, dass du auf eine Seite Ja, gar klickst? keine. Seinen ist lieber, du klickst auf eine Werbung drauf, du bleibst bei Google einfach. Okay, das. Also deshalb, du adressierst ja da einen Punkt, viele
ich meine, die New York Times verklagt nicht umsonst ChatGPT. Also, das, weil, wenn du das jetzt zum Beispiel da anschaust, wenn ich die ganze Antwort da zusammengefasst kriege in einem halben Absatz, ja, warum soll ich dann wirklich nur auf die Quelle klicken? Die Quelle würde ich nur mal anklicken, wenn ich sage, ich glaube das nicht, was da drin steht. Ja, Und da, aber warum soll ich es nicht glauben, wenn es ausgeben wird? ja, es wäre zum Beispiel jetzt an, keine Ahnung, wenn ich da jetzt so abstruse Sachen liest, dann würde ich natürlich sagen, ja, okay, das will ich jetzt aber genauer wissen. Ja, okay, aber was für die abstrus ist, für die anderen Nein, nahe an der Wahrheit, das so, ist das Problem, ja. das ist der Punkt jetzt an. Das ist Du natürlich. kriegst doch nicht mehrere Ergebnisse. Ja, das ist Wenn du jetzt, natürlich, ich du, krieg. wenn du jetzt irgendein, wenn du jetzt irgendein Blödsinn, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwas googelst, hast zumindest die Möglichkeit, du kriegst, keine Ahnung, 20, 10 Suchergebnisse und durch die ersten 5 klickst du mal durch, um zu schauen, ob das. Das. Was sagen die alle? Was ist der Unterschied zwischen den 5 Ergebnissen? Der eine sagt das, der andere sagt das, der andere sagt das, 4 und 5 ähneln sich. Die Möglichkeit hast du jetzt in dem Fall doch nicht. Das ist richtig, ja. Ja, eben. Also falsifizieren und verifizieren voll da nach einem Prinzip, wäre da prinzipiell noch ein bisschen gekübelt. Aber es, wie gesagt, das hat es nicht per se schlecht. Also vor allem ist das jetzt, nein, ich will mich nicht anmelden. Vor allem ist das jetzt echt verdammt schnell gegangen. Also es funktioniert einfach gut, ja. Ja, ziemlich. Also da kannst du nicht wirklich klagen, oder? Na, mal schauen, ob er es auf Deutsch kann. Ah ja. Aha, okay, ja gut. Kann man jetzt zu der Antwort, kann man jetzt nichts sagen. Also meine Frage war, sind Horoskope ernst zu nehmen? Und ja, die Antwort ist sehr ruhig, aber, ja, okay ist. Okay, Bis auf den ich. letzten Punkt, letztendlich ist die Bewertung der Ernsthaftigkeit von Horoskopen eine persönliche Entscheidung, die von individuellen Überzeugungen und Ansichten abhängt. Ja, das kann man sich sparen, das ist ein Blödsinn. Aber es wird empfohlen, Horoskope nicht ernst zu nehmen, sondern mit Vorsicht zu genießen, dass sie psychologische Tricks beinhalten können. Ja, genau. Ja. Aber ja, ist gut, ja. Also bin ich gespannt, ob das, ja. Die Reise wird spannend. Gut. Und dann hast du noch eine. Nein, dann hättest du hier mal kurz, oder? Bitte. Ja. Ich habe mir was gekauft. Ich habe mir etwas gegönnt, was ich mir seit, es ist sicher schon seit 10 Jahren, 10 Jahre, wirklich ernsthaft schon seit 10 Jahren überlegt. Und jetzt habe ich mir was gekauft. Nämlich, ich habe mir einen 3D-Drucker gekauft. Und ich habe mir gekauft den Anycubic Cobra 2 Pro und muss sagen, ja, das ist einmal echt nicht schlecht. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch überrascht, wie sich da die Technik weiterentwickelt hat, weil wo ich so meine ersten Berührungspunkte mit 3D-Drucker waren, hast du zwischen die Schichten echt noch, du hast wirklich. Also du kannst es jetzt auch noch leicht erfühlen, aber du hast ja wirklich die Schichten sogar noch gesehen. Also jedes Layer, was gelegt worden ist, das hast du noch von außen gesehen. Und dann, oh, da war eine Schicht, da ist eine Schicht, da ist eine Schicht. Ich muss sagen, jetzt kannst du es grad noch erfühlen, dass da die Schichten, dass das unterschiedliche Schichten sind, in denen gedruckt worden ist. An sich kommt da noch wirklich nämlich, ah, jetzt weiß ich nicht, ob man das in der Kamera sieht. Ja, scheiß Unschärfe. Es kommt da echt ein cooler Style. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Stand, den ich mir mache für die Apple Watch.
im Stil von einem Pip-Boy von Fallout. Du kennst Fallout, Mhm. oder? Das Ja. Handgelenks-Mini-Computer-Lente. Das wäre zwar Stand für die Apple Watch. Extrem detailliert gedruckt. Druckzeit hat 3 Stunden sowas knapp gedauert. Also hat schon eine Weile gebraucht. Schön gedruckt. Bei 3D-Druck muss man sich ein bisschen damit anfreunden, dass ja, damit das Ganze nicht zusammenbricht, so Supportstrukturen mitgedruckt werden, so bäumchenartige Supportstrukturen, so Verästelungen, dass halt ein überhängendes Element nicht abbricht oder runterfällt vom Druck. Da muss man halt noch ein bisschen, die muss man nachher wieder entfernen mit Skalpell und Messer und Schleiferei und so weiter. Aber was da schlussendlich rauskommt, ist äußerst beeindruckend. Das Teil wird jetzt noch geschliffen, lackiert, bemalt und schön nachbearbeitet. Das heißt, der Hauptaufwand fällt eh nachher ins Post-Processing ein, wie man so schön sagt. Und ich muss sagen, für die 200, also ich habe gezahlt für den Drucker plus eine Rolle PLA Filament, habe ich für den 279 Euro gezahlt und ich muss sagen, wow. Der macht alles selber, der richtet sich selber aus, der tut sich selber einrichten, Auto-Adjustment, der macht sogar an so einen Test, um zu schauen, da wo er steht, wie sind die Vibrationen, weil kann ja sein, dass der Schreibtisch leicht wackelt oder der Tisch, wo er drauf steht, leicht wackelt. Der macht da einen Test mit Vibrationen und gleicht die dann beim Druck aus. Also, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig begeistert von dem Teil. Nur eine Sache habe ich gelernt: das Druckbett. Worauf der druckt, das ist so eine magnetische Tafel, die legst du, also auf dem Tablett wird es gedruckt, so eine Tafel ist magnetisch, die legst du drauf. Das sollte man nicht mit, so wie ich es gemacht habe, mit Isopropanol reinigen. Irgendwas macht es mit der Struktur da, sodass mein Druck nicht mehr haften geblieben ist. Und nachdem ich mal einen Druck gestartet habe für eine Kleinigkeit und kurz unter die Dusche gesprungen bin, dann bin ich zurückgekommen, dann war hinterm Schreibtisch das ganze geschmolzene Filament verteilt und der hat frei wild in der Luft weitergedruckt und das Filament hinten verstreut. War nicht so lustig. Also die Magnetplatte mit ganz normalem Spüle reinigen geht besser, dann haftet auch der Druck. Und ich muss sagen, ja, coole Sache. Einzige. Naja, Nachteil. Na, es hat eigentlich prinzipiell keinen Nachteil. Er hat halt doch eine sehr App-anbindungsmäßige Bedienung. Das heißt, du kannst mit einem Anycubic Cloud verbinden. Aber er hat auch drei USB-Anschlüsse vorne. Das heißt, du kannst da dein Dings am Mac oder am PC oder unter Linux machen, designen. Dann brauchst du ein eigenes Programm, das ist ein Slicer, der tut das für den Druck vorbereiten. Dann kannst du es auf einen USB-Stick kopieren und da wieder reinstecken und dann holt er sich die Daten. Eben das Einzige, was mir jetzt persönlich da fehlt, ist ein direktes USB-Kabel vom Computer zum Drucker, dass ich es halt vom Computer direkt umschicken kann. Das hat er nicht. Aber ja, damit kann ich ehrlich gesagt leben. Und die maximale Geschwindigkeit von 500 Millimetern pro Sekunde, mit der Geschwindigkeit will man nicht drucken. Will man nicht. Ja, Das okay. ist Also es das heißt längsamer ist besser. deutlich langsamer. Also ich druck mit 100 bis 150 Millimeter pro Sekunde. Der Drucker wirbelt nur noch in der Gegend um. Ja. Und die Qualität ist nachher auch nicht schön. Also erstens einmal, er ist noch zu laut, wackelt zu viel für mein Verständnis und wie eine Waschmaschine, die unwucht ist, so kommt man das vor. Und das ist qualitativ, kannst du es vergessen. Also, Okay. finde ich nicht gut. Aber hat sich ausgezahlt, 10 Jahre zu warten. Jetzt ist das Zeug ausgereift. Ich glaube, ich habe noch nie so lange mit einer Kaufentscheidung gerungen Ja, man wie bei sowas. ist halt so, man muss sagen, ja, wendig ist es nicht unbedingt. Na, absolut nicht. Aber ich hab schon zwei Sachen gedruckt, die ich sonst hätte kaufen müssen oder wo ich nicht einmal ein Ersatzteil gekriegt hätte. Das andere war, warte mal, hol mal kurz was.
Jetzt sei mal gespannt, was der Clemens holt. Ist eine war für die Duplo, fürs Duplo-Spielzeug für die Jungs, für die Buben. Da habe ich so eine Sechsfachkreuzung gedruckt. Die gibt es original gar nicht. Ja. Das gibt es als Originalstück gar nicht. Ja. Und das ist cool geworden. Also die Duplo-Elektro-Batteriezug fährt da schön drüber und du kannst echt coole Strecke Ja, kann man jetzt das machen. hast du mir eh Das geschickt. habe ich da Ja, ja, geschickt. ja, ja. Und das Ja. andere ist da von meinem Großen, vom Sohnemann. Siehst du, das ist so ein Windradl. Warte mal, lass mich das kurz groß machen, die da im Bild. Okay, So ja. ein Windradl. Da war Holz drin und das ist halt gebrochen und kaputt. Weißt du, Kinder reißen drauf um. Und das Windradl selber ist echt tipptopp Kunststoff. Also das wird nicht kaputt. Tipptopp Kunststoff. Nein, das ist reißfest, das kannst du nicht hinmachen. Die Sollbruchstelle war da der Holzdings, was da durchgegangen ist. Der ist abgebrochen. Jetzt habe ich mit dem 3D-Drucker so eine Art Pfeifchen gedruckt. Ja, Das habe ich okay. designt. Mit einer kleinen Ausbuchtung, wo ich mir nachher noch Holz stapel und das kann ich jetzt da reinstecken. Ja. Hab davor noch einen Abschluss gedruckt, also eine kleine Kugel. Das Ja. schaust du dann im Video dann an, dann siehst du mich größer. Und jetzt dreht sich das Teil wieder. Aha, Jetzt, okay. und jetzt brauche ich nur noch eine Holzstange, das wieder runter reinstecke und der kann wieder frei wild damit umlaufen. Also, Okay. ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich das sonst machen soll. Sonst hätte ich unten in der Werkstatt irgendwas mit Holz zusammen gemurkst. So hat der ganze Druck 15 Minuten gedauert von dem Teil. Mit PLA, das ist bruchsicher, das machst du nicht mehr kaputt. Da muss man schon sehr viel Kraft aufwenden, um das abzubrechen. Also, ich habe schon ein paar coole Ideen und ein paar coole Sachen gedruckt. Also. Nein, nein, ich meine, es ist jetzt okay. Ich meine, es ist ja jetzt auch von der Summe her, das, wo man sagen muss, das ist ja eine okay Summe, die man ausgeben Ja, kann eh. dafür. Der Das ist ja, Preis war ja, das das ist, ist okay. also das stimmt, es, man muss sagen, ja, in Anbetracht dessen kann man ein paar coole Sachen damit machen. Ja. Nein, finde ich cool. Also, wenn ich in Zukunft was zu drucken habe, schicke ich es Passt. und zahl da, gib da ein paar Euro für die Stromrechnung. Ja, das muss man schon dazu sagen. Er braucht schon ein bisschen Strom, ja. Das ist schon. Ja, es ist der heizt ja sicher die Platte, ja, oder? Er heizt die Platte auf 60 Grad. Ja, das braucht dann ein bisschen, ja. Ja, Das. und oben da, wo das PLA halt verschmolzen wird, das hat halt 215 Grad. Ja, und vor allem, es dauert ja auch Zeit. Das ist das Das ist Problem. es. Ich Das ist. kann schnell drucken. Das heißt, dann brauche ich schon allein für die Motoren viel Strom, weil die halt Ja. nachher Vollgas fahren. Nachher hat er, glaube ich, 400 Watt, also an Ja, das Leistungsaufnahme. ist ein bisschen was. Und so, wenn ich jetzt so normal was drucke, also in der Geschwindigkeit, wie ich es mache, bin ich bei zwischen 100 und 140 Watt Leistungsaufnahme. Ja. Dafür druckst du halt unter Umständen 1 bis 6 Stunden durch. Warte mal. Watt in Kilowatt. Da gibt es Durch ja so, da 1000, gibt es ja so. mal 1000. Nein, nein, es Durch gibt ja so 1000. schöne Rechner, wo er da das ungefähr umrechnet in was das dann insgesamt für deine Stromrechnung bedeutet. Ja, das ist ganz einfach. 0, Na, warte mal, weil Kalk. du hast ja die Ja, Laufzeit. 0,15. Also du hast 140 Watt. Ich rechne jetzt mit 0,15 Watt. 6 0,15 Stunden. Kilowatt, 0,15 mal 6 mal einen Centpreis von, was nennen wir denn pro Kilowattstunde? 35 Cent, oder? Was ist denn so der Ja, Preis? das ist im Moment nicht zu viel. Also sagen wir, Mal 0,3 mal 30 na, Cent. sagen wir 0,2. Boah, das ist sehr günstig, das kriegst du, weiß nicht, 0,2, 18 Cent. Ja, okay, das ist verschmerzbar. Den 6, ja, das ist okay. Das geht. Also Also das ist ich okay. Also hätte Dinger. es eher mit 0,3 gerechnet, aber 0,3 Cent. Ja, dann ist aber macht. Also wenn da jemand einen Euro gibt für sowas plus, na, Filamentkosten, muss ich auch noch rechnen, das stimmt. Ja.
Also ich sag so, wenn man dafür sagt, so eine Sache 5 € gibt, nachher ist es okay. Ja, nicht, nicht, aber jetzt kommt die Arbeitsleistung. Gell? Ich muss das, ich brauche die Datei, ich muss das leisen, ich muss die auf den USB-Stick kopieren, ich muss die anstecken und starten. Das sind 10 Minuten Aufwand. Gell? Und mein Stundensatz, gell? Der ist beinharte 18 Cent. Na, mein Stundensatz geht einmal, sind einmal 75 Euro. Für Freunde machen wir 50 Euro. Für Freunde 150. Und bei 10 Minuten, ja, das ist schon, das Ja, sind schon puh. 8 Euro. Na, da geht was Ja. weiter. Ja. Gut. Na, gehen wir zum nächsten Thema. Ich finde es cool. Funktioniert. Ja, ich habe da noch was, das war witzig, und zwar für AAA-Batterien, ich finde den Namen immer noch lustig, vor allem diese berühmt-berüchtigten AA-Batterien finde ich nach wie vor, das ist der perfekte Name für eine Batterie. Wieso? Ja, ich finde es lustig, gerade in der deutschen Sprache. Anonyme Alkoholikerbatterie. Na, wenn du so an Kindersprache denkst. Kacken. Ja, okay. Ja, genau. Also. Finde ich super. Also toller Name für Produkt. Super, wieso habe ich da so viel Werbung? Weil du keinen Adblocker hast. Ich verwende Brave. Dann solltest du eigentlich keine haben. Ah. Jetzt geht's. Ich glaube, ich habe die whitelisten müssen, weil sie nichts mehr angezeigt hat. Okay, ja, ist gut. Okay. Nice. Und zwar, das ist jetzt so eine kleine AAA-Batterie. Und die soll dann über Solar, so wie wir das bei unserer geliebten Logitech-Tastatur gehabt haben, dass die dann quasi Energie speichert und das dann quasi du eigentlich das nie mehr aufladen. Also du müsstest in einer Fernbedienung nie mehr Batterien wechseln. Also das heißt, in der Fernbedienung wäre dann dieses Teil eingebaut, da wäre eine lichtdurchlässige Oberfläche. Ich sehe schon, du hast da gerade noch, du hast da einen Link gefunden. Ja. Genau, wo sie das dann besser noch erklären. Ambientphotonics.com, ja. Ja, genau. Der war da drauf. Und das ist halt sein Plan. Also sowas wie das da, was ich da am Keyboard habe, nur in noch kleiner und Ja, effizienter. genau. Ja, genau. Und halt wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen schöner machbar, weil du es halt, ja, Es weil halt schaut echt nicht ein so bisschen alt. Zeit Es verloren schaut nicht so ist. aus wie bei den alten Taschenrechner. Okay, ja. Ja, obwohl, ich muss da ganz ehrlich sagen, gemäß des bei einer Fernbedienung wäre mir das ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Ich finde die coole Idee, ja. Aber Puffer, Batterie oder sowas Als wird es trotzdem brauchen, gell? Das wird sicher dabei sein. Ja, das muss ja wohl gespeichert werden. Da Ja, werden. dann fängst du wieder zum Fluchen an, weil du Hammerbohrmaschine brauchst, um das Gehäuse zu Also, öffnen. So. bei der Logitech, bei der Tastatur, von der du da redest, Ja. ganz ehrlich, das ist die größte Ich weiß, das Frechheit. haben wir schon in der letzten Sendung gehabt und in der vorvorvorvorvorletzten und in der Ja. 68 und in der Die werde es immer wieder 37. sagen, bis sich Logitech bei mir persönlich entschuldigt. Ja, stimmt. Aber die Idee finde ich eigentlich cool. Als Ja, das bietet sich wirklich an, weil eben bei solchen Sachen wie Türglocke, es ist eh immer Licht da. Für was soll man da Batterien rein tun? Für was soll man naja, da. vor allem, du hast jetzt gerade im Innenbereich, du schaltest irgendwann das Licht an und das reicht. Ja. Das heißt, das Licht läuft sowieso, also kannst du das gleich mitladen. Warum nicht? Ich denke mal zum Beispiel, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr jeder hat, ein Wecker. Wenn du so einen Wecker hast, ja, brauchst du keine Batterie mehr wechseln irgendwann. Ja, ich habe irgendwo einen Wecker, der geht ohne Batterie. Du hast einen Wecker, der geht ohne Batterie, wie das? Der ist zum Aufziehen. Ah. Ja, okay, das ist, ich meine, ich hab ganz gern über einen Funkwecker, weil ich vergiss, würde schon vergessen, die Uhrzeit einstellen. Ja.
Na, ey, das ist wirklich cool. Finde die Idee echt super, ja. Mal schauen, was da draus wird. Ja, Logitech wird es kaufen und sie werden dann schon was machen draus, dass man wieder fluchen kann. Cool. Gut. Boah, bist du deppert, hey? Wir sind bei knapp 3 Stunden. Ist, glaube ich, auch noch nicht die längste Folge, oder? Ja, Dias Mias, ich habe noch so viele Themen. Ja. Was Zwar hast du sexy denn da jetzt. angestellt? So, okay, fang an. Warte mal. Was? Laufzeit, Doppelpunkt. 309, 31, 3. Ah, den knack mal. Also, Oh das mein wird die Gott, längste Sendung seit das, immer. okay, das wird nett. Und du hast zu mir gesagt, ich soll noch Themen rein tun, weil ich habe nur 2 drinnen gehabt. Nee, ich habe hab gesagt, du kannst ein paar von mir nehmen. Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben es in der letzten Sendung erwähnt, Portal Revolution. Ich glaube, ich habe das in der letzten Sendung erwähnt, oder haben wir das nicht erwähnt? Ja, Portal Revolution ist halt so ein Spin-off vom Portal. Portal ist der Begriff, ich hoffe, den Zuhörerinnen auch. Erklär es ganz kurz. Es ist ein Rätselspiel, wo du halt so mit so einer, wie na, mit so einer Portal Gun, du kannst so Portale erzeugen. Das heißt, in einen schmeißt es rein und beim anderen hupft es wieder Oder du raus. gehst in eins eine und beim anderen kommst du wieder Rein, raus, so zum Beispiel. genau. Das heißt, und das ist halt jetzt ein, so, du bist halt dreidimensional und das ist so in, du musst dir das dann in ganze Räume Genau, vorstellen. du kannst im Boden ein Loch, im Boden ein Portal machen, oben in der Decke ein Portal machen, dann kannst du Genau. ewig fallen, zum Also Beispiel. eigentlich so wie die Leute, was Rick and Morty kennen, das war vorher. Ja, das war weit, weitaus Das, vorher also bei und da gibt es von Valve, ist, finde ich, immer noch neben Half-Life eins von den genialsten Spielen, was es gibt, also Portal 1 und 2. Bei Portal 2 gibt es auch sehr viel Community-Maps, da haben sie sich ja haben sie wirklich extrem geile Maps gemacht, die man auch zu zweit spielen kann. Einer mit der orangen Portal und der andere mit dem blauen Portal zum Beispiel, wo man also zusammen die Rätsel lösen muss. Und Portal Revolution ist so ein Ableger davon, quasi ein Prequel. Und das ist, das, und das habe ich bis heute nicht gewusst, bis ich die News gelesen habe, von einem 21-jährigen Österreicher entwickelt worden. Ich habe es ja schon vor 2 Wochen gespielt, also ich habe schon sicher 1, 1,5 Stunden drauf. Und es macht wieder Spaß. Es hat wirklich den gleichen Charme wie die wie 1 und 2, wobei nicht. Also Portal 1 war wirklich nur Rätsel lösen. Portal 2 hat schon eine Storybegleitung gehabt. Also das war ja wirklich eine Geschichte, durch die man durch ist. Und Portal Revolution orientiert sich eher am ersten Teil, wo nicht so viel Story ist, wo man es hauptsächlich halt darum geht, halt durch die Räume zu kommen. Und ja, er ist Österreicher und das Spiel hat Top-Kritiken gekriegt, also von der Community, ist gratis zu haben und ja, ich bin begeistert und der junge Mann, ja, sie haben da was Gutes gebaut, das muss man schon dazu sagen. Also Cool. er war es nicht ganz allein, es war schon ein Team von ein paar Personen, es klingt auch der Vertonung noch, dass er sich auch da zumindest einen guten Sprecher geholt hat. Also es ist nicht alleine gemacht, aber irgendwer hat halt da einen Anfang gemacht, so wie es ausschaut. Und ja, nicht Ja, schlecht, cool. cooles Spiel. Das ist cool. Gut, dann gehen wir weiter, weil wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Ach, es ist eh erst Mitternacht. Ja. Das wäre eigentlich auch fast eine Geschichte für die Lesepixen. Es hat sich eine Person namens Alexandre Zadan ein Programm mit ChatGPT gebaut und hat damit quasi sich in Tinder chatten lassen. Das heißt, dieses Konstrukt, das er da zusammengebaut hat über die API von ChatGPT, hat ihn dann sozusagen in- und auswendig kennengelernt und hat gewusst, wie es antworten muss.
Und der hat damit quasi sei Frau gefunden. Das hat geklappt. Und die hat nicht einmal zuerst gewusst, dass sie mit einer KI überhaupt geschrieben hat. Es ist jetzt die ganz, ganz kurze Version. Er verkauft, oder er gibt es nicht frei, das Produkt, weil er sagt, das ist sündhaft teuer, weil halt so viele API-Zugriffe drauf natürlich sein. Also das hat schon gut Geld gekostet. Es war Ah, mit. okay. Jetzt verstehe ich erst, Es, weil zuerst schon mal gedacht, warum hat der nicht einfach selber gechattet? Aber jetzt sehe ich es erst, er hat nein, nein, er hat das mit komplett 5000 Frauen, automatisch. ja, vor allem, er hat mit 5000 Frauen Kontakt aufgenommen. Ja, das heißt, Das das schafft ja ein ist normaler Mann nicht. genau, das ist komplett durchautomatisiert gewesen. Das heißt, er hat eigentlich eine digitale Persona von sich kreiert, die da gechattet hat. Wahrscheinlich mit mehreren gleichzeitig und Das ist ja simultan dann und wurscht, das mit geht ja die, alles, ja. ja, ist wurscht, ja. Und was dann natürlich noch war, die KI hat dann auch relativ viel versprochen, zum Beispiel, das, was aber er gar nicht gewusst hat, zum Beispiel, er hat gesagt, bei den ersten Kennenlernen nimmt er Blumen und Pralinen. Hat er natürlich nicht gewusst, er ist halt dann ohne gekommen. Ah. Also, das heißt, er hatte dann immer nachmodifizieren müssen. Damit die KI RMA, also sei ChatGPT RMA die Notizen macht, was er mitnehmen muss zum Na, Date. das ist, dass sowas einfach nicht mehr versprochen wird. Ah, okay. Ja. Und so ist das halt dann quasi hat sich das entwickelt und ja, also diese besagte Dame hat aber nicht gemerkt, dass sie, also auch die anderen wahrscheinlich nicht, dass sie überhaupt zuerst mit einer KI gechattet For the hat. first few months of the relationship. Ja. Cool. Geiler Stand. Und Ja. unter 5000 waren noch die richtige. Ja. Ja, wie sagt man so schön, it's a numbers game. Ja, ich muss das an eine Freundin weiterschicken. Vielleicht können wir für sie auch sowas einrichten. Also ganz ehrlich, ich glaube, das will ich nicht einrichten, weil der hat, also das wird schon einen Grund haben, warum der das nicht irgendwo veröffentlicht hat. Ja, okay. Also die Kosten seien, er hat gesagt, es ist wirklich teuer. Ja, okay. Ja, so sind Frauen auch, also von dem her. Naja, ich Es meine, kann nur eine Lose-Lose-Situation sein. aber allein, du musst dir mal vorstellen, 5000 Personen gleichzeitig, diese ganzen API-Calls, die du da an die OpenAI-API gibst. Ja. Also, und du zahlst ja für jeden. Und Ja. jetzt kannst du ausrechnen, so, jetzt ein Chatverlauf, das sind ja in 10 Sekunden, das sind ja schneller mal, ja, da geht schon was weiter. Ja, nein, ich verstehe schon. Ja, ist teuer. Cool. Spannend. Warte, ich mach gleich weiter. Ja. Weil das geht jetzt schnell. Forscher haben herausgefunden, dass beim Münzwurf die Chance nicht 50-50 ist. Weil es wird eine Seite anscheinend bevorzugt und das ist geringfügig. Ja, das habe ich vor ein paar Monaten irgendwo in einem Paper gelesen, ja. Genau, es ist. Da die Münze nicht gleich ist auf beiden Ja. Seiten, kann es da und die Würfe nicht immer gleich sein. Du kannst den Wurf nie immer gleich machen. Gibt es da eben viele Faktoren, die nicht dazu führen, dass es 50-50 ist. Ja, es ist so, also das, wenn du da einen kleinen Vorteil verschaffen willst, im Idealfall weißt du, welche Seite beim Wurf oder vorm Wurf oben ist. Da hast du einen 1%igen Vorteil in etwa. Okay, ja, gut. Ja, das ist nicht viel. Ja, gut, dann weiß man das. Jetzt mache ich noch kurz den KI-Block. Es gibt die Carbonara GPT, die hilft da beim Kochen. Das heißt, du kannst da reinsprechen und die sagt da dann, was du. Die macht er dann sozusagen ein Rezept, baut sie da dann zusammen. Muss jetzt aber dazu sagen, das ist jetzt ein Raspberry Pi, auf dem das läuft, oder?
Das ist ein Raspberry Pi, ja. Eben, also hat nichts mit ChatGPT direkt zu tun, oder? Jawohl. Es heißt deshalb Carbonara GPT. Na, warte mal. Essentially, it's a Python script that records your voice, translates it into text and asks ChatGPT to write you with recipes. Also ChatGPT brauchst du trotzdem. Ja, das kommt dazu. Okay. Das heißt, das macht halt die Eingabe für Torta dich. di Lamponi. Okay. Und genau, der kocht da dann, der schreibt da dann ein Rezept und das ist es. Die Lass mir Zukunft raten, wird das hat der schön. Italiener gemacht, oder? Keine Ahnung, die Zukunft wird schön werden. Na, richtiger Italiener weiß, wie man eine Carbonara macht. Ja, dann noch kurz, das können wir jetzt auch schnell abfrühstücken. Google Bard wird jetzt Gemini. Was Germany? Also der wird jetzt Na, Deutscher. Gemini. Gemini. Ah, der heißt jetzt Gemini. Der heißt jetzt Gemini, ja. Geht jetzt auch mehr in die Richtung, wie das OpenAI gemacht hat. Das heißt, es wird dann auch eine Kombination geben mit Google One. Das heißt, dass du ein Bezahlpaket mit $20 oder sowas hast und dann die Premium-Version vom Gemini bekommst. Also ist dann kombiniert halt mit Speicherplatz und so weiter. Und ja, also sie wählen da jetzt auch, oder sie haben jetzt anscheinend da neue Features angekündigt. Also soll auch besser worden sein. Und was jetzt auch kommt, ist das, dass es einen Image Generator bekommt. Und sie werden aber das auch so machen, dass da noch so eine Art Wasserzeichen drauf ist. Dass Das man erkennt, dass das von Ding ist. ja, also Also ein Label. nicht Label, also mit dem Wasserzeichen. Ich glaube, da haben sie es zu gehen, jetzt alle in die gleiche Richtung. Also, Genau. wird jetzt kein sichtbares Wasserzeichen, zumindest nicht bei den Großen jetzt, auch bei OpenAI nicht, sondern es ist in der Datei ein kodiertes Wasserzeichen, was man Genau, gekriegt kriegt, ja. das ist mein nächstes, das ist Watermarks Ah und ja. Image Ah, Metadata. okay. Also hast du sie. Okay. Ja, also das heißt, Entschuldigung, ja. es ist jetzt zumindest Habe ich in einer vorgegriffen. Form, es ist zumindest jetzt in einer Form erkennbar, dass das ein KI-Bild wäre. Ja. Ist halt wahrscheinlich für jemanden, der das Bild wo hochladet und sich die Metadatei nicht anschaut, dann relativ egal, wenn er es glaubt, glaubt es. Das ist ja. Das. Ja, Kann man so, glaube ich, simpel zusammenfassen. das kann ich nicht vermeiden. Es ist So, und dann mache ich jetzt noch mein letztes Thema da in dem Bereich. Und zwar Lightning is not dead. Also bei der Apple Vision Pro, da ist noch ein Lightning-Kabel drin. Aber Ja. schau's da mal genau an. Was denn? Das ist dicker. Ja, es ist ein besonders dickes Es Lightning-Kabel. hat mehrere mehr Richtig. Ausschlüsse vorne. Es ist breiter. Richtig. Es Ja. wird nicht in mein iPhone reinpassen. Na, glaubst du, Apple baut nochmal gleich. Das ist klar, das muss wieder ein anderes Kabel sein. Ja. Weil USB-C hätte es nicht getan. Wobei, das ist ja so ein Rätsel, warum das kein USB-C-Kabel. Ah, jawohl, okay, die Antwort ist klar, bei Lightning müssen es keine Lizenzgebühr zahlen. Okay, ja, stimmt. Also, ja, was frage ich da lang? Also. Na, warte mal. Na, na, na. Ich glaube, es hat einen anderen Grund gehabt. War kaum das Material mehr da, oder Na. was? Es hat einen anderen Grund gehabt, nämlich, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber das bei MacRumors gelesen. Es hat, glaube ich, mit die Ampere zu tun, die aus dem Battery Pack rausgehen Richtung Headset, dass das nicht vom USB-Standard gedeckt ist, weil sie natürlich, sag mal so,
Sie fahren absichtlich, glaube ich, mit einer anderen Spannung. Das ist nicht vom USB-Standard gedeckt und dadurch kennen Sie ihr eigenes Kabel verwenden. Ah, okay, ja, Irgend so ein also. Mittelding, weil du hast ja 1 Ampere, 2,5, 5 Ampere, irgend sowas Okay. war noch mit den Stromstärken. Okay, dann haben sie das aber, ja, dann gehe davon aus, das haben sie aus dem Grund gemacht, damit sie keine Lizenzgebühr Ja, zahlen müssen. da ist die Frage, was war da zuerst? Henne-Ei-Problem, Henne? Ja, ich weiß es nicht, ja. Aber irgendwas war da, was ich mich dunkel erinnern kann, finde ich trotzdem ein Scheiß-Stand. Ist ja wurscht, soll ich ein normales Kabel verwenden, aber ja, ist so. Also, ich meine, ich finde ja schon erstaunlich, dass es austauschbar ist überhaupt. Das war ja schon das überraschend. Na, eh. Weißt du, dass es nicht eingelötet und nochmal geklebt haben. Dann kopf ich geschwind zum nächsten Spaßpick. Weil ich wollte jetzt noch sagen, Logitech hätte es eingeklebt. Ja, eh. Ich komme zum nächsten Spaßpick für alle, die ein Stück österreichische Investorengeschichte kaufen wollen. Geschichte. Ja, nicht, oder? Der war gut. Uiuiui. Den muss ich noch lassen. War gut. Ist Mobiliar vom Re Ja, aber das ist jetzt. Was? Ja, genau, das ist jetzt das Mobiliar von Benko sein Büro selber. Ich habe zwei Links drinnen. Einmal die Aktion vom Mobiliar vom Signa Real Estate Management GmbH und der andere Link ist Signa Holding GmbH Teil 10 Hauptbüro. Also sie versteigern 256 Pfosten nicht, weil nee, glaube ich, ist nicht dabei. Na, Aber das sind schon Posten, keine Sorge. Posten. Das sind schon Posten. Ja, und man hat die Möglichkeit, dort zum Beispiel den Design-Schreibtisch in Kombination mit Steinsockel L-förmig zu kaufen. Aktuelles Gebot liegt bei 21.500 Euro. Die haben eine Schneekugel von Signa. Na bitte, na ist das. Oh. Im Real Estate Management haben sie sogar Fußmatte von Signa. Aktuelles Gebot 240 Euro. Ja gut, okay, das ist ein Sammlerstück. Das kriegst du ja nie wieder. Da seien ja seine Füße drüber gegangen. Ja, ich will nicht wissen, was da alles drüber gegangen Ich ist. meine, was aber ehrlich gesagt, was ich mir sogar überlegen könnte, in Bürodrehstuhl zu kaufen, wenn ihn günstig kriegst. Oh mein Gott, Schuhputzmaschine. In einer Firma, wo ich gearbeitet habe, haben wir die Teile vertrieben. Oh mein Gott. Ma, es gibt sogar zwei Powerbank-Ladestationen mit neun Powerbanks Signa. Das wäre ja schon fast super. Was? Das wäre ja fast schon der Wert. Ist das schlecht? Ich hab's da geschickt. Oh, ist das gut. Oh mein Gott, echt, was? Oh, das ist ja gut. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ja, warte mal, ich mache einen Link drauf, ja. Also, die haben echt genau Powerbank, wo Signa draufsteht. Jeff. Aber das war ja fast gut zu kaufen. Leider ist es halt so sündhaft teuer. Ja, das ist Hammer. Ein Rollcontainer gibt es zum Kaufen. Du kannst ja zwar Pfeffersprays kaufen. Ja, also die verkaufen wirklich alles, gell? Alles. Alles. Ja, nein, was aber, ich muss einmal schauen, der Bürodrehstuhl, der schaut ziemlich neu aus. Welcher? Der Poltrona Frau Chancellor President um 8.200 Na, Euro? na, ich meine den Bürodrehstuhl Vitra um 110 Euro, um 100 Euro. Ja, das dabei bleibt, wird es ja nicht bleiben. Na, eh, das, aber sonst wäre das sogar Kenners kaufen. Du kannst einen Designstuhl Vitra All Plastik kaufen. Aktuelles Gebot 110 Euro. Das ist noch vielleicht so ein Plastikstuhl, wie also ein Campingstuhl, kannst du sagen. Ich meine, ich habe das gut gefunden. Einer hat sich ja einen Mülleimer gekauft von seinem. Ja, gut, verstehe. Das kann ich verstehen. Ja. Hammermäßig, was die da verkaufen. Also, der Schreibtisch, den bin ich mal noch beim Überlegen, weil der hat mir gefallen.
Aber Der um 21.000, was? ja, der ist Spur zu teuer. Spur zu teuer. Naja, ist ja geschenkt, oder? Ja, nein, ist ja Kleingeld da. Ein Zigarrenschneider mit Unterteller um aktuelles Gebot 240 Euro. So. Also, wenn ich mir das so anschaue, du siehst halt die blanke Dekadenz da wieder. Genau, ja. Du siehst halt echt. Ein Smartphone-Abhörschutz um 360 Euro. Das braucht man. Ja, er hat es wahrscheinlich auch gebraucht. Also, sehe, keine Ahnung, nicht er. Also, es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung. Ja, Er ist vollkommen natürlich. integrer Kerl. Also, ich finde das jetzt eh ziemlich fies, dass man da jetzt auf den so draufkloppt. Das ist genau die richtige Sache, was du Ja, der gesagt hast. Bürostuhl Vitra hätte es gefunden, ja. Schaut eigentlich ganz Es okay gibt aus. Ja. sogar weiter hinten an um 50 Euro. Es gibt sogar einen Erste-Hilfe-Koffer um aktuelles Gebot 80 Euro. Den sollten es vielleicht nicht verkaufen, Basigner. Oh ja, den könnte man vielleicht hin und wieder noch gebrauchen. Oh, Pfeffersprays, ja. Sagen wir so, das wäre die erste Hilfe für die Signa Holding. Es gibt auch noch eine schöne Skulptur um 240 Euro. Aber nur der Kopf einer Skulptur. Es Ja. gibt nur eine Teppich-Sonderanfertigung. Der ist momentan günstig für 110 Euro zu haben. Da gibt es noch eine zweite Teppich-Sonderanfertigung. Ah, oh, da gibt es noch mehrere Teppich-Sonderanfertigungen. Oh, schau mal, was das teuerste ist, oder? Schau mal. Ja, das ist der Schreibtisch. Preis aufsteigend. Na, warte mal. Das günstigste ist momentan der Inhalt von zwei Regalebenen mit Zeitschriften. Vier Zeitschriften um 4 Euro, um 0 Euro, 1 Euro. Ein Mülleimer um 2? Ja, da kennt man vielleicht. Ein Fußablager? Okay, nehmen wir doch Preis absteigend. Ah ja. Nein, das ist schon richtig. Ja. Der Designschreibtisch ist das teuerste. Der Poltronafrau, Chancellor President, Stuhl um 8.200 Euro ist auch. Ja, das ist extrem dekadent, das ist echt übel. Das ist. Hier. Preis absteigend. Ein Design-Vitrine um 1.200 Euro. Ein Drehfußballtisch. Schau mal. Ein Wutzler. Ein Um Wutzler. 1.000 Also Euro. seien Sie ja, da seien Sie als Startup ja durchgegangen, wenn Sie einen Wutzler haben. Ja, passt. Hammer. Ja, nicht schlecht. Na, passt. Wollen nur sagen, also es ist so, nicht umsonst unter den Spaßpicks. Und wie gesagt, muss ich immer noch dazu sagen, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und Du, es wird. die Gerichte werden Du, klären, es wie. muss jetzt, du, das soll einen fairen Prozess geben, das Das passt wird und nachher sieht man was. das gibt es in Österreich eh immer. Also es wird, dann sehen wir, was Nein, rauskommt. ich meine, das wird da international, wird es ein paar Fragen geben, aber das ist halt so. Ja. Ist so. Aber muss ich dem halt stellen? Augen zu Ja. und durch, und wenn man eh nichts getan hat, dann wird das alles gut ausgehen. Ja, so, Genau. also dann passt das. Passt. Dann mache ich noch schnell zum Abschluss, weil deins ist der perfekte Abschluss. Dann mache ich noch kurz mein Lesepick, nämlich die Mission Juno, und das ist die Juno-Sonde, die unterwegs war Richtung Jupiter, und die hat ein paar neue Fotos gemacht und ein paar, nicht ein paar neue Fotos gemacht, das ist ja schon eine Zeit her, dass die Fotos gemacht hat. Aber sie hat am 30. Dezember sowas, eine Fotos gemacht von Io, Io. Und die Fotos kann man sich jetzt anschauen. Jetzt ist sind jetzt keine echt Farbenfotos, aber halt mit den optischen Instrumenten, die da waren, haben sie Fotos gemacht, haben die Berge, die Täler und so weiter analysiert und mit Falschfarbenfotos, und das kann man sich jetzt anschauen. Schaut cool aus, ich will da unbedingt einmal hinfliegen.
Wo sind wir mit der kommerziellen Raumfahrt? Ich will unbedingt einmal Richtung Jupiter fliegen. Okay, es wird noch ein bisschen dauern. Ja, leider. Ist aber trotzdem cool zum Durchschauen. Ja, Da werden jetzt in nächster Zeit noch viele, 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 viele Fotos folgen. Passt. Und dann hast du noch gut. als höllischen Deshalb habe ich Abschluss. gesagt, deshalb habe ich am Anfang gesagt, also das war so gut vor 3 Stunden, 20 Minuten wahrscheinlich, Ja. dass The Verge da sehr interessant sich meiner Meinung nach sehr positiv entwickelt hat, was sie so schreiben. Und zwar, sie haben da einen super Artikel, der heißt Welcome to Hell, Elon. You break it, you buy it. Das ist super gut zusammengefasst, You was. fucked up real good, kiddo. Es ist super. Es ist richtig herrlich geschrieben, wo es so steht, was Elon Musk jetzt alles mit Twitter erwarten wird. Oder nein, nicht Twitter, X. Ja, darf ich den ersten Absatz kurz vorlesen? Ja, bitte lies vor. Twitter is a disaster clown car company that is successful despite itself, and there is no possible way to grow users and revenue without making a series of enormous compromises that will ultimately destroy your reputation and possibly cause grievous damage to your other companies. Im ersten Absatz Es geht. alles zusammengefasst, was es zu sagen gibt. Es wird nur besser. Ja, oh, einen Artikel muss man durchlesen. Ah, sehr schön. Ja, der ist richtig gut. Hut ab davor. Also, der ist richtig gut geschrieben. Ich bin aber gespannt, ob wir in 2 Jahren noch über Ex reden. Ja. Was sagst du? Gute Frage. Gute Frage. Ich glaub's wahrscheinlich nicht, weil ich glaub's nicht. Ja, glaube ja. Weil die Frage wird für mich das sein, was passiert nach einem amerikanischen Präsidentenwahlkampf, wenn der vorbei ist? Oh je, ja, da ist eher die Frage, ob mein Zweier überhaupt noch über irgendwas reden. Also, naja. Sagen wir mal so, wenn es jetzt so geht, dass zum Beispiel Joe Biden gewinnt, dann glaube ich, wird Elon Musk sehr schnell die Lust an X weiter verlieren. Ich habe meine Weil ich kann Zweifel, man. Ich, dass der Herr Biden nochmal Präsident wird. naja, ich bin da nicht so skeptisch, aber ja. Ich sage, ja, es ist in der Welt mittlerweile, es ist alles drin. Ja. Aber ich sage so selbst, also Twitter oder X oder wie es dann auch immer heißen mag oder die Elon Musk Show, ist ja jetzt schon, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die EU da ewig zuschaut. Die EU ist ein Elon Musk wurscht. Nein, er kann es in Europa, er wird es halt wahrscheinlich in Europa dann abtragen müssen. Ich glaube eher, dass er die Rechte in Europa noch mehr befeuert und dass wir da noch wirklich Probleme kriegen, wenn die, was bis jetzt nur laut schreien, auf einmal handgreiflich werden könnten. Ja, man, das ist natürlich ein Problem, das bei Twitter so einhergeht. Ich meine, ich habe da erst neulich, was witzig war, ich habe meinen Account auf gelöscht gehabt, haben dann wieder mal reaktiviert, was bei den Dingen mittlerweile echt schlimm ist, was ich da für Follower dazu kriege, ohne dass ich was tue. Bots? Ja, keine Ahnung, das können nur Bots Ja. sein. Da war jetzt eher mal was irgendwas mit Twitter und mit Bots. Was war denn da? Ah, was war denn das? Ex Twitter, das holen wir jetzt noch schnell aus. Bots, da hat einer, glaube ich, an.
Ah, ja, genau. Ah, genau. Da gelesen, glaube ich, habe ich das auf irgendwo anders, auf Mastodon oder so, um zu schauen, was ist ein Bot und was nicht. Weil haben sie testweise mal einfach Texte gepostet und halt beschrieben, ja, auf dem Bild sieht man den wundervollen Sonnenuntergang da in Alabama. Bei perfektem Wetter und bei perfekter Sicht. Den Text haben sie gepostet, okay? Den Text. Sie haben aber kein Bild dazu getan. Und die Bots haben darauf geantwortet und haben geschrieben: Wow, wonderful, man, das schaut so schön aus, na herrlich, na da will ich auch mal hin, da will ich Urlaub machen. So, wirklich Bots entlarven. Also, ja, habe ich ziemlich witzig gefunden. Ja, gut. Ich glaube, das war's. Du glaubst, das war's? Ah ja, jetzt ist Sport. Ja. Gut, dann sage ich, das ist offiziell neuer Ja, Techtelmechtel-Sendungsrekord. oh mein Gott. Oh Ich mein habe, sagen wir Gott. so, können wir uns ein Ding vorwegnehmen? Der Rekord wird ungebrochen bleiben. Du willst die 5 Stunden also. Wir werden schon irgendwann einmal eine Sondersendung machen, wo wir in Persona zusammensitzen, was zocken und sicher 5, 6 Stunden zusammensitzen werden. Puh, das ist ja fast der ganze Das Tag. ist quasi eine LAN-Party als Podcast. Eine LAN-Party zu zweit als Podcast. Das sollten, na, weißt du, was wir tun sollten, wenn der Podcast irgendwann einmal wirklich bekannt wird? Hahaha, der war gut. Also, dann sollten wir wirklich so eine Podcast-Live-Party machen, ja? Genau, das macht jetzt jeder. Jeder macht mit dem Podcast was live. Nein, wir machen dann aber eine LAN-Party, wo Leute kommen können und mitspielen. Ja, okay. Also nicht so, dass man Leute zuhören kann. Ich meine, zuhören gehen uns jetzt die Leute. Ja, schauen wir mal. Gut, na, das reicht. 3,5 Stunden, das ist genug. Ich habe die Schnauze voll, ich mag nicht mehr. Ich bin müde, ich will schlafen gehen. Gut, Gut, tue na jetzt noch nachbearbeiten und fertig machen, den Podcast online stellen, aber dann gehe ich schlafen. du machst das echt Das mache ich heute noch. jetzt noch, ja. Uiuiui, du bist eine Maschine. Gut. Naja gut, vielleicht mache ich auch nichts. Gut, aber ich gehe nie vor zwei ins Bett. Ja, Also ist ja stimmt. Ja, gut. das ist durch einen Das anderen, ist ja dann wurscht. Rhythmus. Ja, Ja, okay, also danke dann fürs Zuhören. danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.